Liebe Zuschauer zu Hause, herzlich willkommen. Sie haben die NDR Talkshow eingeschaltet und wir haben ein wunderbares Gäste-Potpourri für Sie heute ausgesucht. Eine ganz besondere Mischung, nämlich zwei, die Ihr Leben wahrscheinlich gleich doppelt besser machen werden, denn sie bringen uns sehr köstliche Rezepte mit und sagen uns auch noch, wie diese Rezepte uns vielleicht sogar heilen oder vielleicht gesünder machen können. Sie haben sich sehr viel Gedanken darüber gemacht, was Ernährung alles schaffen kann und wir können jetzt schon mal vorweggreifen, Ernährung schafft eine ganze Menge. Wir freuen uns wahnsinnig auf den unglaublichen Johann Lafer, heute zusammen mit Dr. Matthias Riedel. Yo! Meine Damen und Herren, weil Städte und Gemeinden es nicht hinbekommen, für Barrierefreiheit zu sorgen, hat sie die Sache selbst in die Hand genommen und baut selber Rollstuhlrampen. Selber. Und zwar aus Legosteinen. Wir freuen uns wirklich sehr. Aus Hessen ist sie zu uns gekommen, Rita Ebel. Herzlich willkommen. Sie ist nicht aus Hessen, sondern aus Borken-Borlo und von da aus startete sie eine Weltkarriere, kann man sagen, an die Spitze des deutschen Digitaljournalismus. Sie ist wahnsinnig schlau und schlagfertig und preisgekrönt, das haben wir natürlich besonders gern. Funkmoderatorin Eva Schulz ist bei uns. Schlau und schlagfertig trifft auch auf unseren nächsten Gast, ja, ich muss jetzt sagen, Gästin zu. Hafenschnackerin nennt sie sich selber. 50.000 Menschen hat sie bereits den wunderschönen Hamburger Hafen gezeigt. Welche Geheimnisse der bietet, das fragen wir sie nachher. Ich freue mich sehr, weil ich selber ein Fan des Hamburger Hafens bin. Maike Brunk ist bei uns. Ja, und gleich bei uns in der Runde ist eine Frau 25 Jahre jung und das deutsche Gesicht der Fridays for Future Bewegung. Sie kennen sie alle. Sie wird uns erzählen, warum Klimaschutz uns alle angeht. Sie wird uns sagen, dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Und sie erzählt uns, was ihr ihre Großmutter beigebracht hat. Wir freuen uns wahnsinnig auf Luisa Neubauer. Meine Damen und Herren, wenn die beiden alleine auf der Bühne stehen, dann sind sie schon, ich möchte sagen, unerträglich heiter und lustig. Aber was passiert, wenn sie zusammen Comedy machen? Das erleben wir heute. Bei uns sind, ja, ich darf sagen, mein Freund Wolfgang Trepper und Markus Krebs. Herzlich willkommen. Und ich darf Ihnen sagen, heute auch wieder Ihr Moderator, mein Freund Hubertus Mayer-Bunker. Ja, und ich würde auch sagen, meine Freundin Barbara Schöneberger. Also ich würde sagen, das Weltkulturerbe der deutschen Showbusiness. Barbara ist da. Es kann nicht schiefgehen. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, wir fangen heute, ich glaube, Barbara, du hast es mit Recht so anmoderiert. Wir haben ein Potpourri an Gästen, das seinesgleichen sucht. Man muss, glaube ich, sagen, das Potpourri, das seinesgleichen sucht. Insofern springen wir gleich rein, meine Damen und Herren. Wir machen das selber. Wir beginnen dieses Mal mit einer Revolution. Denn unsere beiden ersten Gäste sagen, eine Revolution und nichts anderes ist nötig in deutschen Küchen, damit sich etwas ändert. Einer davon ist Spitzenkoch, der andere ist Ernährungswissenschaftler. Beide kennen Sie. Sie kombinieren vermutlich richtig. Es geht um gesunde Küche, die aber gleichzeitig Spaß macht. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen. Johann Lafer ist bei uns und der NDR-Ernährungsdoc Dr. Matthias Riedel. Herzlich willkommen. Lieber Johann, lieber Herr Dr. Riedel, jetzt könnte man ja glauben, und wir haben es in der Redaktion ausführlich diskutiert, dass euch beide so eine, ja, ich will nicht sagen Freundschaft gleich, aber doch so eine Harmonie eint, ist ja nicht selbstverständlich, weil der eine steht für Genuss und der andere für Vernunft. Wie darf ich mir das vorstellen? Wie habt ihr diesen gordischen Knoten gelöst? Ich sage erstmal, also nein, der Ernährungsmediziner, der steht nicht für Vernunft, sondern ich weiß ja, dass die Menschen sich nur besser ernähren, wenn es schmeckt. Richtig. Und wenn sie satt werden, das sind die zwei Dinge. Das, dagegen darf ich nicht verstoßen. Sonst, und das hat man ja die letzten Jahrzehnte so gemacht. Da hat man Diäten gemacht und die schmecken nicht. Und da ist man auch nicht satt von. Also funktionieren sie nicht. Und dann kommt der Jojo-Effekt. Das heißt, wenn ich jetzt Gesundes wirklich an die Leute bringen will, dann muss das schmecken, müssen satt werden. Und wer kann das besser machen, dass es schmeckt, als Johann Lafer? Und wir haben uns im Rahmen eines Interviews kennengelernt. Wir hatten es vorher auch schon mal auf einer Messe gesprochen, vor ein paar Jahren. Und da entstand dieser Gedanke, ich brauche bestschmeckendes Essen, das wirklich gesund ist. Und ja, und du hast dann gesagt, ja, super, bin ich dabei, ne? Ja, es ist ja so, dass ich glaube, das, was uns alle immer daran hindert, dass wir Spaß am Essen haben, ist, wenn es nicht schmeckt und nicht gut aussieht. Und das ist jetzt, glaube ich, das erste Mal, und das muss ich sagen, ohne Eigenlob, eine Form, wie man alles zubereiten kann, nur auf wesentliche Inhalte eben achtet. Das ist ein anderes Mengenverhältnis. Man reduziert bestimmte Dinge, ersetzt sie durch andere Sachen.
Aber ich meine, wir machen vom Schnitzel genauso alles wie hier, von der Quiche bis zum Schokoladenkuchen. Das ist alles für uns eine Küche, die ist so von ihm abgenommen und entspricht den neuesten Gesichtspunkten der Ernährung. Und wir haben eben die Gerichte genommen, die die Leute mögen. Also nicht irgendwie was, was nach gesund aussieht, wo alle sagen, boah. Da reden wir gleich drüber. Ja? Herr Dr. Riedel, Sie produzieren derzeit die 9. Staffel der NDR Ernährungsdocs. Das zeigt ja, dass der Bedarf an Informationen, dass das Interesse groß ist, ja vermutlich gestiegen ist. Ja. Können Sie denn Optimismus signalisieren? Ist denn das Verhältnis von uns Deutschen zu einem guten, wertigen Essen, was auch mal was kosten darf, hat sich das positiv verändert? Nein, also es gibt theoretisch schon. Ja, also, gut. Also während vor 10 Jahren die Menschen zu mir noch ins Zentrum kamen und da haben wir so viele Fehler gesehen beim Essen, kommen die jetzt und sagen, na, ich habe das Buch gelesen, das gelesen, und dann gucken wir uns das Ernährungstagebuch an und sagen, ey, da ist ja schon, da müssen wir jetzt mal richtig genau reingucken, um da noch Fehler zu finden, weil viele haben wirklich echt Gutes schon gemacht. Das Problem ist aber auch nicht nur das, was die Leute zu Hause essen, die essen immer noch viel zu viel Fertigprodukte, und unsere Restaurants, die servieren viel zu kalorienreiches Essen und benutzen leider auch Fertigprodukte, einige. Und es gibt da eine Studie, die sagt, wer häufig außer Haus isst, hat ein höheres Sterberisiko. Und das wollen wir ändern. Dann werde ich nicht lange leben. Ja. Das kommt auf den Buch. Ich liebe Restaurantbesuche. Ja. Aber das führt ja zu dem Thema, wir haben ja, Johann und ich, wir haben ein gewisses Alter. Und jetzt kommen, sagen wir mal, jetzt zwickt's hier und zwickt's da. Und man sagt, die Krankheiten kommen. Aha, es ist das Alter. Jetzt sagt der Johann aber mittlerweile geläutert, nein, das ist nicht das Alter, das ist die Ernährung. Du hast zum Beispiel, wenn man das sagen darf, mit Arthrose zu kämpfen. Gekämpft. Und ich habe ja dann, ich meine, als Koch, der beim 400 Gramm Steak gesagt hat, das Carpaccio, hat dann plötzlich von der Ärztin, dann hat die Ärztin gesagt, jetzt leben Sie vegan, mindestens mal 2 Jahre. Ja, und dann kannst du dir vorstellen, erstmal musst du ja mal überlegen, was heißt das denn überhaupt vegan, geschweige denn, was bedeutet das für jemanden, der den Beruf ausübt? Ja, eine Katastrophe. Aber was ist die Alternative? Die Alternative ist gewesen, das gleiche wie auf der linken Seite, nämlich auch rechts die Operation mit 6 Monate Reha und was da alles dazugehört. Aber ich sage, das möchte ich nicht mehr, das habe ich hinter mir. Und ich bin der Beweis dafür, dass die Ernährung, wenn man sie konsequent und über längere Zeit auch wirklich einhält und nicht sagt, heute esse ich mal nur Orangen, das nützt gar nichts, sondern wenn man das wirklich in seinen Alltag integriert und damit lebt, dass die Ernährung einen ganz großen Anteil hat für das, wie man sich fühlt und auch das, wie der Körper insgesamt beisammen ist. Ja. Jetzt leben wir in Zeiten von Homeoffice, durch Corona massiv verstärkt. Das heißt, es gibt eine Doppelt- und Dreifachbelastung, vor allen Dingen bei Frauen. Bedauerlicherweise vor allen Dingen bei Frauen, aber sicherlich auch bei Männern. Das heißt, mir fehlt so ein bisschen der Optimismus, dass jetzt auch noch gekocht wird. Gibt es denn auch gesundes Fast Food außer Obst? Absolut, ja. Also einmal dauern die Gerichte gar nicht so lang, und zweitens würde ich immer empfehlen, das mache ich auch, also immer mehr kochen, einfrieren, und das ist das gesündeste Fastfood überhaupt. Ja. Aber nochmal zum Fastfood. Es gibt tatsächlich keine Alternative zu Fastfood, weil es zu essen erhöht das Sterberisiko. Wir haben 11 Millionen Tote im Jahr auf der Welt durch zu viel Genuss von Fertigfood. Und da sind die Zahlen so klar, das heißt, man kann das essen, wenn man sich schädigen will. Aber ich würde es nicht raten. Wir haben mit Frau Ebel eine ganz, ganz tolle Frau hier, die engagiert ist, die, wenn man so sagen darf, Unternehmerin ist, die als Rollstuhlfahrerin mit dieser Situation in geradezu faszinierender Weise umgeht. Da gehen wir gleich, kommen wir später drauf zu, auf dieses Thema. Aber Frau Ebel, Sie sind ja augenscheinlich sehr, sehr sportlich, sehr, sehr fit. Was machen Sie in der Ernährung? Also bei weitem nicht so gesund, wie das sinnvoll wäre. Wir haben jetzt gerade mal eine Aktion Low Carb hinter uns. Was mich halt unwahrscheinlich gestört hat, dass ich mich unwahrscheinlich lange einlesen musste, dass ich viel Geld investieren musste, um an Bücher zu investieren und die entsprechenden Lebensmittel mir so zurechtzumachen. Also ich hatte das Gefühl, es nimmt wenigstens in der Anfangszeit unwahrscheinlich viel Zeit in Anspruch, ja, die ich sonst immer mal so schnell mal typische Gerichte gemacht habe. Und dann habe ich nur noch, oh ja, das habe ich nicht gekauft, ja.
das fehlt mir noch, schmeckt das, kann ich das weglassen und. Also ich fand es sehr kompliziert. Wir sammeln noch mal eine Sekunde, wir gehen noch mal von nach Hessen, nach Duisburg. Markus, wenn du das hörst, dass der Johann Lafer Richtung vegan gegangen ist, was löst das in einer Duisburger Seele aus, die ja doch die Kapitale der Curry... Ich kenne den Ort vegan nicht, ich weiß nicht, wo der liegt. Pure Panik. Ich esse das, was da ist. Ganz einfach. Also ich bin genau das, was, wenn ich dann, ich mache mir selber mal eine Frikot oder irgendwie so, aber wenn ich außer Haus bin oder was, nehme ich das mit, was kommt. Ja. Ich kriege irgendwann mal das Signal, Markus, du sollst was essen. Punkt. Und dann gehst du zum Kühlschrank. Ja. Ja, ne, Kühlschrank, dieses Gen habe ich nicht so, dieses Kühlschrank-Gen. Da sind tatsächlich ein paar Sachen drin, die meine Freundin gekauft hat. Aber ich selber, wenn ich auch auf Tour bin, natürlich wird der hinten auch gekocht oder irgendwie so. Das ist auch manchmal schöne Sachen, unterm Tisch serviert, wunderbar. Sieht gut aus, alles klar. Aber ich bin der einfache Esser. Ich mache gerne Bratwurst in einem Brötchen drin und dann bin ich auch dann da für mich erstmal beruhigt. Ich esse aber auch nicht viel, auch wenn das falsch aussieht im Moment. Aber ich esse tatsächlich... Du hast einfach die Beine sehr weit hinten. Ich darf auch durch die Diabetes, muss ich dann da auch aufpassen. Ja. Und deswegen bremse ich mich schon bei aller Arten von Süßigkeiten zum Beispiel. Man hat mal früher eine Tüte Chips weggeatmet oder irgendwie eine Tafel Schokolade. Jetzt weiß ich, ich darf da nicht dran gehen und das fällt schon jetzt, sag ich mal, die letzten 3 Jahre weg. Ja. Ja, und Fleisch darf ich halt laut meinem Diätplan, sag ich mal, Diabetesplan. Und dann hängt man dann eher da dran, als wenn da noch ein Brötchen drumherum ist und irgendwelche Kohlenhydrate oder irgendwelche. Also da achte ich dann. Wir werden jetzt mal ein bisschen drüber reden, ganz konkret nämlich darüber reden, dass man Sachen weglassen kann. Man kann sie aber auch durch andere Sachen ersetzen oder man kann die Mengenverhältnisse nämlich verändern. Genau. Wir wollen mal ganz konkret darüber sprechen, was in eurem tollen Buch steht. Und dazu, und jetzt freue ich mich, weil zu mir sagte nämlich gerade jemand, Barbara, wenn du anfängst zu reden, dann kommt das Tablett rein. Und da sage ich, ja, so stelle ich es mir eigentlich immer vor. Medical Cuisine heißt nämlich das Buch, wo die ganzen wunderbaren Rezepte drin sind. Du hast uns ein paar schöne Sachen mitgebracht, wie immer, wenn du bei uns zu Gast bist, gerne. Lieber Johann. Was ist dabei? Gerne. Ja, wir haben einmal auf dem Teller, der jetzt gerade kommt, das sind 2 unterschiedliche Frikadellen, also Buletten oder wie man das auch immer nennt, mit einem herkömmlichen, also einem Medical-Cuisine-Kartoffelsalat und einem Tomaten-Tzatziki. Also ich würde gerne euch bitten, das mal zu probieren. Das sind 2 von unterschiedlichen Produkten gemachten Frikadellen, ein uns bekannter Kartoffelsalat. Ich glaube, der ist hinlänglich bekannt. Und das andere ist die Tzatziki mit Tomaten. Mhm. Ja? Mhm. Jetzt geht es darum, einfach erstmal zu probieren und herauszufinden, die Frikadellen, aus was die gemacht sind. Was auch vielleicht der Unterschied ist. Mhm. Ich finde alles gut. Ja? Also. Die eine Frikadelle, also die etwas größere, ist nicht stabil auf der Gabel. Nee. Mhm. Das ist vielleicht, also das wird hinterher ein Puzzle halt. Aber die andere probiere ich jetzt mal. Stabil auf der Gabel ist ein gutes Kriterium. Ja, die wird dann in mehreren Teilen serviert. Das ist ein Kriterium, dass man ernst nehmen muss. Ja, aber ich weiß, was Markus meint. Wenn sie lecker ist, alles klar. Mhm. Nur wenn man reinschießt, muss sie dann die besten Stücke. Das können wir erklären, dass sie nicht stabil auf der Gabel ist, denn da ist gar kein Fleisch drin. Nein. Also bei der ersten, bei der Frikadelle, die etwas größer ist, oder beziehungsweise wo das der Spieß drin war, das ist die mit ganz wenig magerem Rindfleisch. Mhm. Was ja normalerweise nicht üblich ist, da macht man ein fettes Schweinefleisch rein oder auch Speck dazu. Dann ist da drinnen Haferflocken und Magerquark. Also man reduziert Fett, man reduziert Kohlenhydrate. Kein einfach Brötchen durch, drin, das besser ist. Genau, keine Brötchen rein, sondern durch solche Zutaten. Ich finde, wenn man das nicht weiß, schmeckt man diesen Unterschied überhaupt nicht. Aber ernährungsphysiologisch sind die Inhalte wesentlich besser. Wunderbar. Und das Zweite ist, das ist also eine Frikadelle. Die ist aus Bohnen gemacht, also aus entweder großen Käferbohnen oder diese Kidney Beans. Da ist genauso drin Haferflocken, auch wieder ein bisschen Quark. Aber wenn man jetzt wirklich die Augen zumacht, ja, außer dass die das Gefühl hat, dass sie nicht ganz so weich ist, hat sie vor allen Dingen mit den Bohnen wahnsinnig viel Ballaststoffe. Und das ist, glaube ich, ja das, was eines der wichtigsten Dinge für den Körper ist. Ich glaube, dass viele... Ja, bitte. Ja, genau, gerade für dich. Also weil Diabetes entsteht auch durch Ballaststoffmangel. Ja. Und eine normale Bulette enthält fast keine Ballaststoffe. Und diese hier enthält in normaler Größe die Hälfte des gesamten Tagesbedarfs. Ja, also, okay. Und der Ersatz von Schweinefleisch durch Rinderfleisch enthält schon mal weniger entzündliche Fettsäuren. Und die Haferflocken, die wirken auch antidiabetisch, bringen noch mal pflanzliches Eiweiß
und sie reduzieren insgesamt, gerade für Diabetiker, das Sterberisiko. Also das hört sich jetzt so nackt an und nach. Nee, ist sehr erfreulich zu hören. Aber das ist jetzt so die Wissenschaft dahinter, ja, sodass das sozusagen das Schlechte reduzieren wir oder tauschen das aus und mischen was Neues rein. Und jetzt kommt Johann ins Spiel und er würzt und bekräutert das so, dass man hinterher sagt, da fehlt nichts. Mhm. Und die Bohnen also auch. Kaum ein Unterschied. Ja. Der Kartoffelsalat ist gemacht wie jeder Kartoffelsalat. Ja. Natürlich mit Gurken und Radieschen. Anstelle von Räucherspeck ist das Räuchertofu. Ganz klein geschnitten, damit hat man den Räuchergeschmack ganz leicht. Aber kein Mensch würde jetzt sagen, oh, da fehlt mir der Speck oder wo ist denn der Speck? Das merkt man gar nicht. Und wir nehmen eben dann Gemüsebrühe und wir nehmen Leinöl. Und Leinöl, das weiß man ja, ist sehr, sehr gesund. Ja. Und der Kartoffelsalat mit dem Senf angemacht, mit Salz und Pfeffer, gut gewürzt mit Kräutern, finde ich jetzt. Den kannst du so essen wie sonst auch. Kein Unterschied. Kein Unterschied. Nein. Und das ist unsere Philosophie. Wir wollen den Leuten sagt, das, schmeckt man aber das Essen, man möchte den Leuten das normale Essen einfach etwas, gesundheitsfreundlicher machen, ohne dass er auf was verzichten muss. Artgerecht ist das Stichwort, glaube ich. Also es geht um artgerechte Ernährung, weil wir uns, glaube ich, ein bisschen in unseren Bedürfnissen von dem entfernt haben, was eigentlich mal ursprünglich für uns vorgesehen war. Genau. Weil das 550 Gramm Porterhouse-Steak ist eben tatsächlich nicht dafür gedacht, eben immer dreimal die Woche verzehrt zu werden. Genau das. Tatsächlich. Genau. Also artgerecht, was heißt genau artgerecht? Weil ich glaube, viele zu Hause denken jetzt, oh Gott, jetzt wird's gesund, bestimmt muss ich den ganzen Tag nur Möhrchen knabbern. Nee, und wir haben ja auch gesehen, wir haben extra Alltagsgerichte genommen, die jeder kennt. Also eine Bulette beispielsweise, ne? Kartoffelsalat, Schnitzel auch. Und da braucht man auch keine exotischen Kräuter oder Gewürze dafür. Ja. Das hat man. Aber artgerecht heißt einfach, dass wir uns pflanzenbasiert ernähren. Das ist tatsächlich wichtig. Mhm. Das ist enorm wichtig, weil in der menschlichen Entwicklung der Mensch seit 2 Millionen Jahren ist da erst ein bisschen Tierisches dazu. Also tierische Beikost und nicht pflanzliche Beikost. Mhm. Wir haben es jetzt umgedreht, aber die frühen Menschen haben dann, was haben die gegessen? Raupen, ein bisschen Aas, aber das war Beikost. Ne? Die wurden eher gegessen, die Menschen. Die wurden eher gegessen. Ja. Wir waren eher Opfer sozusagen von aber denen. Aber gibt es das, du hast über Fertiggerichte gesprochen, gibt es das als Fertiggericht oder muss ich da zu Hause zaubern? Das musst du leider. Da habe ich so viel Bock drauf, wie ein Klavier zu werfen, sage ich ganz ehrlich, wenn ich mich da hinstellen muss. Deine Frau hilft dir, ich habe das schon rausgehört, deine Frau kauft die anderen Sachen. Die sagt das. Die hilft dir. Ja, letztendlich ist es natürlich so, man kann den Leuten schon ein bisschen Angst nehmen von der Zeit, ja? Weil viele sagen, ich habe die Zeit nicht, aber man muss letztendlich schon immer, ich glaube, also wer gesund leben möchte, muss auch dazu bereit sein, ein bisschen was zu investieren. Und damit meine ich nicht Geld, sondern auch ein bisschen Zeit. Also ich meine, wenn es jetzt immer nur 1,5 Minuten Aufwärmen in der Mikrowelle dauern darf, dann kann man nicht erwarten, dass man als gesunder, schlanker Mensch ins Grab steigt. Würde ich nur noch solche Rezepte machen und ich kann nur sagen, das hat was auch mit der persönlichen Situation für die Zukunft zu tun. Ich glaube, von nichts kommt nichts, das sage ich immer in jeglicher Hinsicht. Und wenn man sich heute einfach kontinuierlich ein Stück weiterentwickelt, ein bisschen an dem Riemen reißt. Ich sage, ein einfaches Beispiel ist Spaghetti Bolognese mit Spaghetti Bolognese. Jeder isst das gerne, jeder kennt das. Ich kann nur mal den Vorschlag machen, koch die Bolognese-Soße nur mit Halbfleisch und halbrote Linsen. Mhm. Das merkt kein Mensch, du hast die Proteine, das schmeckt hervorragend. Mhm. Und dann nimmst du bei den Spaghettis, machst du Gemüsestreifen drunter und nur die Hälfte Spaghetti oder Vollkornspaghetti. Und das merkt kein Mensch. Die Kinder sagen, wie bunt sieht das aus? Mensch, sind das so schöne bunte Nudeln da, nicht nur so ein Berg Spaghetti. Absolut. Und dann diese Bolognese-Soße dazu mit den Linsen. Und dann merke ich plötzlich bei denen, die jetzt das essen, die sagen, das hätte ich mir niemals gedacht, dass das geht. Mhm. Aber das ist deshalb so machbar, weil es so schmeckt, wie man das kennt. Mhm. Würde mir jetzt sagen, du musst alles weglassen. Dann sagen die Leute, nee, da bin ich nicht bereit dazu. Das schmeckt mir nicht. Und was mir schmeckt, mache ich nicht. Aber hauen die Linsen nicht wieder die Harnsäure hoch? Linsen. Ja, ob es jetzt Arthrose oder Gicht dann ist, da darfst du halt keine Hülsenfrüchte. Ja. Und da geht ja in die Richtung. Aber dann. Das Bier ist da wesentlicher wegen der Harnsäure. Ja, deswegen habe ich auch nur Diabetes. Nein, also die Linsen können natürlich schon die Harnsäure ein bisschen erhöhen, das stimmt. Ja. Aber sie machen enorm satt, helfen beim Abnehmen und das Abnehmen reduziert die Harnsäure. Okay. Das heißt, so rum geht das. Ja, ne? Okay. Aber ich glaube, es ist auch ein Generationsthema. Also Eva Schulz, eine junge Frau, wie hören Sie jetzt diesem Dialog zu? Ist für Sie gesundes Essen schon ein Teil Ihres ganz normalen Lebens?
Naja, nur weil ich jünger bin, fällt mir das ja nicht leichter. Ja doch, aber der Vegetarismus zum Beispiel bei jungen Leuten ist sehr viel größer als in meiner Generation. Ja, deswegen ist die Frage. Aber ich kenne auch dieses Gefühl von, oh Gott, wann soll ich das machen? Also ich habe gerade auch zugehört und gedacht, boah ja, so im ersten Lockdown damals, da hatte ich irgendwie, habe ich mir immer neue Rezepte angeeignet und habe dann, ich finde immer, wenn man es das erste Mal gemacht hat, dann merkt man, wie schnell es eigentlich geht und dann eignet man sich das auch an und macht es vielleicht öfter. Es ist halt dieses einmal Zeit finden. Aber man muss jetzt auch noch mal sagen, ich meine, wir reden jetzt, wir machen schon so lange die Sendung, wir reden wirklich in jeder Sendung darüber, dass man auf Fleisch verzichten soll ein bisschen mehr. Und es gibt immer noch Leute, letzte Woche unterhalte ich mich mit jemandem, da sagt die Frau wirklich zu mir, ach ja, ihr verzichtet auf Fleisch. Ja, also nee, also meine Jungs wollen jeden Tag Fleisch. Da dachte ich mir, das kann man eigentlich wirklich heute nicht mehr sagen. Aber das ist auch mittlerweile in der Gesellschaft verankert. Also ich muss sagen, wir sind schon wesentlich weiter als vor 10 Jahren. Ja. Also wenn ich heute unsere Kinder sehe, da kann ich nur sagen, für die ist eigentlich die Beilage das Hauptgericht und das Hauptgericht ist die Beilage. Also ich meine, denen kann ich keine Freude machen, wenn ich so ein riesen Fleischstück da vom Grill drauflege und dann da 2, 3 Gurkenscheiben dazu und vielleicht noch 2, 3 Tomatenscheiben. Das muss genau umgekehrt sein. Die wollen das gar nicht mehr. Ja. Und wir haben ja auch jetzt gelesen, dass ich glaube, die Deutschen 23% mehr Gemüse gekauft haben und Obst gekauft haben in der Pandemiezeit. Ich hoffe ja sehr, aber ich habe gerade verstanden, so, dass das möglicherweise keine nachhaltige Wirkung hat. Das wäre sehr schade. Aber die Leute haben ja alle gekocht. Die haben ja gesehen, jetzt in der Pandemiezeit, was muss ich dafür tun? Was kostet das? Was ist das für ein Aufwand? Mhm. Und ich kann nur sagen, das wäre mein innigster Wunsch, wenn ich irgendwas mir wünschen dürfte, ist, dass wir ein Stück einfach uns weiterentwickeln, wenn es um die Ernährung geht. Mhm. Nicht sofort sagen, das alles weg. Nein, das möchte gar keiner. Aber so ein bisschen darüber nachdenken, statt einen halben Liter Sahne vielleicht nur ein Viertel Liter Sahne und statt 2 Tafeln Schokolade vielleicht nur eine Tafel oder mal einen Kakao nehmen. Aber es muss trotzdem schmecken. Und die Gewürze sind heute so und die Kräuter sind so vielfältig. Also ich glaube, keiner muss auf was verzichten. Mhm. Und das geht einfach. Man kann da ja auch, also die Hardliner, ich weiß ja, sowas gibt es, die Fleisch-Hardliner. Man kann da auch halb Rinderhack reintun. Und mit der Zeit... Ich mache ehrlich gesagt nur Rinderhack. Ja. Oder ja, also mit, zusammen mit den Bohnen jetzt beispielsweise. Ach so, aber ich mach nie Fleisch, Schwein in irgendwas rein. Dann bist du ich schon immer denke, da hätte man doch jetzt schon mal mitkriegen können in den letzten das Jahren. Ist die dass erste man das Stufe. Eher Rinderfleisch ist besser, das stimmt. Geflügel zum Beispiel ist ja auch extrem, wenn es ein gutes Geflügel ist. Wie kriege ich denn Geflügelhack? Kann ich an der Geflügeltheke einfach sagen, jetzt presse? Ich glaube, es gibt es mittlerweile, aber ich sag mal, das ist auch eine Empfehlung von mir. Immer dann, wenn man das kann, und es ist wirklich kein großer Aufwand, so einen kleinen Fleischwurf sich anzuschaffen, die gibt es, die sind auch nicht teuer. Ich würde immer versuchen, wenn ich die Chance habe, das mir selber zu machen, weil ich bin der Bestimmer. Und das ist ja auch oft so, das kennt ihr ja, ich kaufe dann 1 Kilo und dann brauchst du nur die Hälfte. So, was mache ich jetzt damit? Dann lässt es im Kühlschrank liegen, dann weiß mir eigentlich, das darf man gar nicht, weil es eine Hackfleischverordnung gibt. Also ich kann nur empfehlen, wenn man das kann, selber die Hühnerbrust oder was auch immer durch den Fleischwolf drehen. Und da kann ich auch die Größe bestimmen. Und ich meine, ich sehe oft so bei dieser Bolognese-Soße, ich habe oft mit den Kindern so Tests gemacht, wenn das Fleisch etwas größer ist als das Bekannte von dieser fertigen Mischung, essen die das nicht, weil die denken, was ist denn das? Die sind das so gewohnt, es muss genauso sein wie immer, genormt, so ganz fein, so, so minimal. Und das ist vielleicht auch der erste Weg, wie man Bewusstsein schaffen kann, was da eigentlich alles drin ist. Ja, ganz genau. Also ich bin begeistert und viele von uns machen es ja schon lange so, aber es gibt eben immer noch genug, die da draußen sitzen und sagen, ich weiß nicht genau, wie ich irgendwie die PS auf die Straße kriegen soll und mit eurem Buch kriegen sie es vielleicht in Zukunft besser hin. Vielen Dank, dass ihr da seid. So, und jetzt bin ich froh, dass für mich das Gespräch erstmal endet und Hubertus übernimmt, weil jetzt kann ich mich den Fleischpflanzen zuwenden. Ja, mach das in Ruhe. Zuwenden, was mir sehr am Herzen liegt. Johann Lafer und Matthias Riedel sind bei uns. Meine Damen und Herren, Barbara und ich haben oft Gäste, wo wir nach dem Gespräch sagen, unser Respekt vor diesem Gast könnte nicht größer sein. Und manchmal kommen Gäste, wo wir schon vorher sagen, unser Respekt könnte nicht größer sein. Denn unser nächster Gast hat was ganz Besonderes gemacht, weil oft Rollstuhlrampen fehlen. Hat unser Gast sich kurzerhand entschlossen, selber welche zu bauen. Und zwar nicht irgendwelche, sondern Rollstuhlrampen aus Legosteinen. Und die Resonanz war so überwältigend auf diese fulminante Idee, dass jetzt, man kann sagen, diese Idee, man kann es ohne Übertreibung sagen, diese Idee die Welt erobert. Wir freuen uns auf einen außergewöhnlichen Gast namens Rita Ebel. Herzlich willkommen, Frau Ebel. Frau Ebel, Sie sind im Internet bereits ein Star. Unter dem
also wenn man sie jetzt so in jugendlicher Schönheit sieht, unter dem wenig schmeichelhaften Namen die Lego-Oma. Ja? Als ich sie gerade gesehen habe, dachte ich mir, hoffentlich nennt Hubertus sie nicht Lego-Oma. Ja, Barbara, ich zitiere den Künstlernamen. Die ist wirklich also alles andere als eine Oma. Ja, aber wie darf ich Sie fragen, wie sind Sie zu diesem Künstlernamen gekommen? Ja, ich werde darauf ganz oft angesprochen, aber der kommt aus der eigenen Familie. Als es bei uns so mit dem Lego-Bauen losging und ich habe eine Enkeltochter, die knapp 14 ist. Also doch. Und genau. Und also ich bin tatsächlich Oma und bin da auch stolz drauf. Und dann in der Anfangszeit, und dann hat sie sich mal irgendwann bei ihrer Mama beschwert und hat gesagt, immer wenn ich bei der Oma bin, geht es nur noch um die blöden Lego-Rampen. Ja. Ja, ne? Und die hat gar keine Zeit mehr für mich. Und dann hat ihr Mama gesagt, na ja, du hast halt eine Lego-Oma. Ja. Ja? Und zwei Tage später rief sie mich an und dann sagte sie, ich habe dir einen Instagram-Account unter dem Namen Lego-Oma angelegt. Und seitdem bin ich die Lego-Oma. Frau Ebel, wie sind Sie auf die Idee gekommen? Das ist ja sehr, sehr ungewöhnlich, Rampen aus Lego-Steinen zu bauen. Also die Idee, muss ich immer wieder dazu sagen, stammt nicht von mir. Ich habe selbst in einer Zeitschrift ein Bild gesehen, wo jemand mit einem Elektrorollstuhl über so eine Lego-Rampe fährt und war total begeistert davon. Habe mich darum gekümmert, habe mich mit der Frau, über die da berichtet worden ist, in Verbindung gesetzt. Die hat mir dann auch ihre Bauanleitung zur Verfügung gestellt, die wir mittlerweile, mein Mann, der da sehr mit involviert ist, der sich aber weigert, Lego-Opa genannt zu werden. Und der hat also eine ganz tolle Bauanleitung noch vervollständigt. Die gibt es mittlerweile in 9 verschiedenen Sprachen und ist schon über 500 Mal quer durch die ganze Welt geschickt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ihr Mann, den Sie gerade liebevoll erwähnt haben, vor 2 Jahren haben Sie gemeinsam damit begonnen. Ja. Wie kommen Sie eigentlich an die große Zahl an Legosteinen? Das ist ja auch ein Beschaffungsproblem. Ja. Und das Grundprinzip an der Geschichte ist ja, dass wir mit gebrauchten Legosteinen arbeiten. Also auch so eine Nachhaltigkeitsgeschichte. Das heißt, es ist erstaunlich, wie viel Legosteine brach auf irgendwelche Dachböden oder Keller liegen. Ja, ja. Ne? Auch vom Wert her, denn Lego ist ja nun kein billiges Spielzeug. Und aber irgendwann ist es... hat es so einen Selbstläufer gemacht. Die erste Rampe, also bevor die erste Rampe lag, war es schwer, die Leute überhaupt zu überzeugen, dass man aus Lego überhaupt eine Rampe bauen kann. Als dann die erste lag, dann kamen dann auch schon die nächsten Geschäfte, die Interesse dran hatten. Und wir bauen nur mit Steinen, die aus der Bevölkerung gespendet werden. Und deshalb stellen wir auch nur der Allgemeinheit im Prinzip die Rampen zur Verfügung. Wir stellen nicht für Privatpersonen her, sondern also da machen wir eine Ausnahme, wenn es um Kinder geht. Also bei behinderten Kindern, da gibt es das nicht, dann wird es auch gemacht. Aber ansonsten wird es nur für Restaurants oder Lokale oder Geschäfte hergestellt. Wie viele Steine braucht es für eine Rampe? Es kommt halt immer darauf an, wie hoch eine Stufe ist. Danach richtet sich das. Also es wird auch immer nur für eine bestimmte Stufe die Rampe angefertigt. Die passt nicht irgendwo noch alles hin, sondern nur für dieses Teil. Und Beispiel 15 cm hohe Stufe, eine Rampe aus 2 Spuren, in einer Spur circa 8 Kilo je Spur. Also so 8 Kilo. Und sind da verbaut. Das heißt, das sind 16 Kilo, die da stehen, oder? Mindestens, ja. Ja, aber 8 Kilo heißt wie viele Steine ungefähr? Haben Sie da ein Gefühl? Also wir haben als Zahl kann man es gar nicht sagen. Okay. Wir haben irgendwann angefangen zu sagen, wir berechnen das nur noch in Kilo. Aber das sind echt Tausende von Steinen, die drin sind. Ja. Zumal es ja auch aber ganz wie viel Kilo können die tragen? Och, ist das schwer. Wie viel Kilo können die denn tragen, wenn man da drauf fährt? Mit dem Elektrorollstuhl locker bis 350, 400 Kilo verkraftet die. Kennt ja Lego eigentlich nur so, aua, du trittst morgens da drauf. Genau. Ne? Und ich sagte, das ist schwer. Der Rollstuhl wird ja um einiges schwerer sein, der natürlich fährt. Natürlich. Ist natürlich dann, dementsprechend muss es dann ja auch aufbauen. Ja, und das funktioniert auch nur, weil die komplett massiv aus Lego-Steine ist. Nein, die sind komplett durchweg, die sind alle verklebt. Sie wird immer Klebespur gelegt und jeder einzelne Stein ist verklebt, wird auf Verbund gesetzt, damit es stabil ist. Ja, und deshalb hält es auch. Gibt's mal weiter.
Sommer. Wie lange, ja. Wie lange arbeiten schon? Sie an so einer Rampe? Also da gehen locker schon mal jetzt an so einer, in Anführungsstrichen, nur aus Lego, aus bunten Steinen, gehen da locker 8 bis 10 Stunden drauf. Wir haben aber mittlerweile irgendwann angefangen, auch Muster oder Firmenlogos mit einzubauen. Also die längste, die hat schon 30 Stunden gekostet. Ja, wir sehen, glaube ich, wir können ein paar, wir können ein paar Bilder sehen, wie Sie das Ganze bauen. Das ist, glaube ich, in einer Werkstatt wird das gemacht. Nein, das Nein? ist bei uns zu Hause. Ah, da, bei Ihnen zu Hause. Guck mal, da ist es. Da ist es. Ja. Ja, was sehen wir da? Erzählen Sie mal. Da unten, jetzt sieht man... Ach, ich sehe das gar nicht. Das, ach so, das, für Sie ist es schwer zu sehen. Ach, hier drüber kann ich sehen. Also man kann sehen, Sie bürsten die... ja, das ist die Feinarbeit zum Schluss. Da sind wir ziemlich penibel, wenn der Kleber... Ein Bämbel. Genau. Bämbel. Das ist die Rampe, die am meisten Zeit gekostet hat. Der Entwurf hat meine Tochter gemacht und wir haben sie zusammengebaut. Und... zum Schluss wird mit den Bürsten die Klebereste noch entfernt, damit es ja alles picobello aussieht. Frau Eibel, bei allem Respekt, aber wäre es nicht eigentlich die Aufgabe der Einzelhändler, der Gastronomen und so weiter, dieses zu bauen? Ja, selbstverständlich. Also es wäre natürlich schön, wenn vom Gesetzgeber her schon geregelt werden würde, dass überall, wo eine Stufe ist, auch eine Rampe hin muss. Es muss auch immer wieder dazu sagen, dass es kein zertifiziertes Hilfsmittel ist und auch nicht den Vorschriften von der Bauordnung entspricht. Da gibt es, dass man nur 6% Steigung haben darf in der Rampe. Nur wenn Sie diese 6% bauen wollen oder mit einer Alurampe oder Holzrampe machen wollen, da reicht oft die Bürgersteige gar nicht dafür aus, weil die dann so groß werden muss. Ja, ne? Und dann wird es eine Stolperfalle für Fußgänger, was auch nicht Sinn der Sache ist. Ja, ne? Was ich nicht verstehe, in Deutschland, also ich bin gerne in Deutschland, ich finde es ein vortreffliches Land und es ist jetzt, aber es ist hier doch wirklich alles geregelt. Alles. Ja, warum gibt es keine bundesweite Regelung für Barrierefreiheit? Ja, da wird auch gekämpft dafür auf allen Ebenen. Aber wer kämpft dagegen? Na? Also welcher vernünftige Mensch, welcher vernünftige Politiker verhindert oder verlangsamt das? Verzeihen Sie mir. Nein, der ignoriert. Das ist ja viel einfacher. Ja. Ist das so? Ja. So, jetzt sind Ihre Rampen natürlich ein Hingucker. Also der Hingucker macht auf einen Missstand aufmerksam und wir amüsieren uns ja über das Bunte und über das Freche. Ist das auch beabsichtigt? Also ist es sozusagen ein Abfallprodukt Ihrer wunderbaren unternehmerischen Idee? Also am Anfang ging es mir nur darum, Leuten im Rollstuhl, so wie mir selbst, zu helfen, um in Geschäfte reinzukommen, die man halt vorher nicht begehen konnte. Ja. Und natürlich auch Menschen mit Rollator oder auch Frauen mit Kinderwägen freuen sich drüber, wenn die Rampen da liegen. Aber was sich jetzt im Laufe der 2 Jahre ergeben hat, ist, dass es unwahrscheinlich viel Aufmerksamkeit bei den Menschen erweckt und dadurch halt in den Köpfen von den Menschen, die im Normalfall nichts mit Rollstuhlfahrer oder Behinderungen zu tun haben, dass da auf einmal was sich bewegt, ja, und man sich Gedanken drüber macht und das finde ich einfach toll. Also das hatte ich am Anfang nicht auf dem Schirm, freue mich aber und finde es mindestens jetzt genauso wichtig, dass ich damit so viel Aufmerksamkeit und Gedanken über Barrierefreiheit erreg, wie dass ich einem Rollstuhlfahrer helfe. Jetzt ist ja Deutschland eine beeindruckende Exportnation und dieses ist auch ein Exportartikel. In wie vielen Ländern sind Sie schon präsent oder repräsentiert? Also es ist so, unsere Lego-Rampen liegen mittlerweile eine in Paris, 3 in Österreich und 1 in Italien. Mhm. Aber es gibt ganz, ganz viele, die halt mit unserer Bauanleitung, die man ohne Probleme von uns bekommen kann, selbst bauen und ganz viele Organisationen in vielen Städten mittlerweile diese Organisation jetzt auch oder diese Aktion auch durchführen und das finde ich einfach toll. Ich möchte nicht die Welt bebauen mit meine Lego-Rampe, weil ich möchte Das wäre doch herrlich. Ich möchte die Idee weitertragen durch die ganze Welt. Aber ich habe jetzt ein Land vermisst in Ihrer Aufzählung, denn in Dänemark, also in Billund, wo jeder Neudeutsche irgendwann mal hin muss, in den größten Lego-Park und in Deutschland selber gibt es ja, da heißen die ja typisch deutsch, glaube ich, Lego Discovery. Mhm.
die müssen sich doch verpflichtet fühlen, diese Dinge in ihren eigenen Park auszulegen und sie bitten, diese Sachen da herzustellen, wobei die natürlich dann die Steine gefälligst umsonst anliefern. Schön wär's, ja. Nein, da kommt überhaupt keine Reaktion. Also ich bin mir ganz sicher, dass Lego über unsere Lego-Rampenaktion Bescheid wissen. Ja? Na, aber da sind Anfragen schon gelaufen, ob Spenden gemacht werden. Da kommt nichts. Überhaupt, das wird vollkommen ignoriert. Nach der Sendung kommt das. Ja, ich kann gerade sagen, spätestens also nach der Sendung kriegen Sie so viel Lego-Steine. Gibt's ja nicht. Ja, Wolfgang, und es geht noch weiter, lieber Wolfgang. Man könnte ja auch glauben, dass die Länder, also die Bundesländer, mal angefragt haben bei Frau Eibel, nach dem Bauplan, dass man das eventuell standardisiert. Nein, weil da kommt ja dann wieder das Ordnungsamt und sagt, nein, das entspricht ja nicht den gesetzlichen Ansprüchen von Barrierefreiheit. Das gibt auch einige Städte, die nicht bauen können, weil die Probleme kriegen von Ämtern her, weil die sagen, das ist nicht zugelassen. Also dann lieber keine Rampe wie eine falsche Rampe. Ja. Aber ich sage immer, einem Rollstuhlfahrer ist es gerade scheißegal, wie hoch eine Rampe ist oder nicht. Hauptsache, er kommt ohne Probleme hin. Mhm. Ja, vielleicht auch nur, wenn es ein bisschen steil ist, mit Hilfe von jemand, aber es ist immer viel einfacher, einen Rollstuhl wo hochzuschieben, wie rückwärts jemanden über eine Stufe zu kippen. Ja? Jetzt ist ja der entscheidende Punkt für mich in diesem Gespräch, weil Sie gerade sagten, dem Rollstuhlfahrer, der Rollstuhlfahrerin, sonst gibt es wieder 30 Mails, ist es doch scheißegal, wie ich irgendwie reinkomme, Hauptsache ich komme rein. Sie mussten sich ja in das Schicksal erst einfinden. Sie sitzen ja nicht im Rollstuhl seit Ihrer Geburt. Nein. Wie lange, darf ich fragen, sitzen Sie im Rollstuhl? Seit über 26 Jahren nach einem Autounfall. Ja. Und der Autounfall, die Diagnose war gleich Rollstuhl. Sie sind aufgewacht nach dem Autounfall und haben gewusst, das Erste, was ich gesagt bekommen habe von einer Stimme, die ich kein Gesicht gesehen habe. Ja. Sie hatten heute einen Unfall, sie werden noch operiert, aber sie sind querschnittsgelähmt. Haben Sie gehadert? Erstaunlicherweise nicht sehr lange. Wie erklären Sie sich das? Ja, ich weiß auch nicht. Erstens mal konnte ich es gar nicht akzeptieren. Ich soll mit 38, die immer flott unterwegs war, jetzt auf einmal im Rollstuhl den Rest vom Leben im Rollstuhl verbringen. Da dachte ich, nee, ich muss was tun dafür. Und das funktioniert nicht, indem ich den Kopf in den Sand stecke, sondern halt probiere, irgendwas draus zu machen. Und und dann habe ich schon im Krankenhaus immer wieder versucht, mit meinem damaligen Lebensgefährte immer Übungen zu machen und. Und ich habe es tatsächlich, also ich hatte gehofft, ich wäre nach 2 Jahren aus dem Rollstuhl draußen. Das habe ich bis heute nicht geschafft. Und aber ich schaffe es, an kurze Strecken an Stützen zu laufen. Und das ist schon mal ein riesig großer Vorteil, den ich habe im Vergleich zum kompletten Querschnitt. Es gibt Fotos, wo man sie sieht beim Paddeln und beim Skilaufen. Ja. Sie haben diese jetzt erst Rechthaltung, glaube ich. Ne? Ja, es dauert natürlich schon ein bisschen, bis man zu dem Punkt kommt, wo man sagt, jetzt teste ich mich eigentlich auch aus. Ich war am Anfang noch in einer Beziehung und mein damaliger Mann, der hatte immer Angst, dass mir was passiert, wenn ich zu viel mache. Und als wir uns dann getrennt haben, dann habe ich gedacht, so, jetzt muss ich mein Leben richtig in die Hand nehmen. Und dann habe ich alle verrückte Sachen gemacht. Ja? Und bin Skilaufen gegangen, bin Wasserski gefahren, bin unter anderem Vize-Europameisterin im Trickskifahren, im Wasserski. Nein! Ja. Moment, kurze Pause, Applaus. Ja, das ist schon eine Weile her. Ja. Ja, und es ist einfach irre. Ich habe schon mit dem Rollstuhl auf einem Subboard gestanden und habe Stand-Up-Paddeln gemacht oder Sitzpaddeln, muss man ja dann schon eher sagen. Ich habe schon Kite-Kurse gemacht. Also es gibt wirklich irre, irre viele Dinge, die man als Rollstuhlfahrer trotzdem... Sie haben Glück, Frau Eibel, dass wir Corona haben und deshalb die Scheibe zwischen uns ist. Weil wäre nicht Corona und nicht die Scheibe, würde ich jetzt rüberkommen und Sie umarmen. Das geht aber gar nicht. Würde ich Sie gerne annehmen. Ja, aber das muss in unserer Fantasie stattfinden. Ich finde das so, so toll, wie Sie das angegangen sind und von Ihnen geht eine solche unfassbare Lebensfreude aus. Die steckt wirklich an und sie wird sie auch angesteckt haben draußen. Und vielleicht gibt es ja einen Repräsentanten des Hauses Lego, der die Anregung von Wolfgang Trepper aufnimmt. Man könnte ja mal Kontakt aufnehmen. Ich danke Ihnen, Frau Eibel. Sie sind eine tolle Frau. Danke. Lisa Eibel! Lisa Eibel.
So, jetzt freuen wir uns auf eine junge Frau, die aber schon mit 9 ziemlich genau wusste, was sie will. Die hat nämlich mit 9 ihre erste Webseite zusammengebastelt. Und mit 15 hatte sie schon ihren ersten eigenen Blog. Was das ist, werden wir natürlich gleich vielleicht nochmal genauer beleuchten. Seitdem hat sie unzählige Preise gewonnen und ist sowas wie das Postergirl des Digitaljournalismus. Das, finde ich, ist der absolut coolste Titel, den man sich nur vorstellen kann. Und momentan jagt sie aus beruflichen Gründen Menschen durch Kühlschrank attrappen. Was ist da los? Wir wollen natürlich mehr wissen von Eva Schulz. Hallo. Hallo, Eva, wir freuen uns wahnsinnig, dass du da bist. Ich mich auch. Wir freuen uns so sehr, dass wir gedacht haben, um dich auch als Gast an unsere kleine Sendung zu binden, wollen wir es uns gut stellen mit dir. Wir haben dir ein kleines Geschenk besorgt. Es liegt unter deinem Stuhl. Du bist die Einzige heute Abend, die ein Geschenk bekommt. Oh Gott. Ich möchte keinen Druck machen, aber... Ja. Wäre schön, wenn das Gespräch dann auch richtig, richtig super und unterhaltsam läuft. Nein, tatsächlich, guck mal, was drin ist. Es ist sehr lustig und ich glaube, du kannst gleich was damit anfangen. Johann Lafer hat schon gleich gefragt, warum er kein Geschenk bekommen hat. Nein. Jetzt, da wäre noch eine Frikadelle. Ich hatte direkt geguckt. Ja, du, Markus war auch ein bisschen bedrückt. So, jetzt schau rein. Ohoho. Was ist das? Oh mein Gott, das wird jetzt ewig so weitergehen. Das ist eine Bürste, aber wofür? Ja, das ist tatsächlich schwer zu sagen. Also unsere Redaktion meinte, man könne damit wohl sowas wie Heizkörper-Zwischenräume ausbürsten. Wenn man sehr großen Heizkörper hat. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, gibt es auch andere Abstände, die sich damit gut durchstellen lassen. So eine Gemüsebürste hat auch oft diese Größe. Aber tatsächlich ist das einfach eine abgesägte Rundbürste, ehrlich gesagt. Ist das so ein bisschen abfällig. Nee, die habe ich noch nicht. Also vielen Dank. Denn man muss dazu sagen, damit man das jetzt alles versteht, du sammelst tatsächlich Bürsten. Das wird dich jetzt dein Leben lang, und wenn du noch mit 85 auf der Bühne stehst, wird man dich auf die Bürsten ansprechen. Wenn du einmal damit angefangen hast und hast drüber geredet, dann wird man darauf immer wieder zurückkommen. Du findest Bürsten cool? Du hast gesagt, die sind toll? Das ist, es gibt in gewissen großen Kaufhäusern in Deutschland, gibt es so Aufsteller, gibt es so ganze Regale mit Bürsten. Ja, das stimmt. Und mein bester Freund und ich haben da irgendwann mal davor gestanden, das entdeckt und waren so fasziniert, was man alles bürsten kann überhaupt. Ja. Und haben dann angefangen, uns ein Gag draus zu machen und uns gegenseitig Bürsten zu schenken. Also wann immer wir in einem dieser Kaufhäuser waren, habe ich ihm eine Pilzbürste mitgebracht, oder er mir jetzt zum letzten Geburtstag hat er mir eine Kleiderbürste geschenkt, die ich tatsächlich noch nicht hatte. Und es gibt wirklich, also du hast Laptopbürsten, Bücherbürsten und so, natürlich alles, was man jetzt nicht im ersten Moment denken würde, muss ich das auch abbürsten, aber es macht schon Spaß. Ich hatte von diesem Handwerk nicht so viel Ahnung und jetzt glaube ich, ja, wer weiß, was du damit jetzt gestartet hast. Hast du eine ganz besondere Lieblingsbürste? Die habe ich mir über den Schreibtisch gehängt, weil ich es einfach witzig finde, von besagtem Freund auch mal eine Laptopbürste geschenkt bekommen. Und die hat dann tatsächlich zwei verschiedene Arten von Borsten. Die einen sind so ein bisschen steifer, härter, damit kannst du so über die Tastatur gehen, und dann so ein bisschen weicher für den Bildschirm. Oh, das ist aber toll. Es sieht halt auch einfach witzig aus, die da im Büro an der Wand hängen zu haben, absolut. Ja. Was du sonst so machst, wenn du nicht bürstest oder gebürstet wirst, das gucken wir uns, kann man sagen, an der Stelle. Oder, das hast jetzt du das gesagt. Schauen wir uns jetzt mal bitte an. Ihren Nachnamen tragen in Deutschland knapp 280.000 Menschen. Doch diese Frau tanzt ganz eindeutig aus der Reihe. Die offensichtlich schon immer Blumenbegeisterte pflückte ihre ersten Erfahrungen bei der Schülerzeitung Marie. Und seitdem schwirrt die beschäftigte Borkengebiet. Eva Schulz erklärt jungen Menschen, wie Politik funktioniert. Und tatsächlich brauchen wir das, glaube ich, momentan mehr denn je. Bevor wir darüber sprechen, reden wir erstmal drüber, wie es dazu gekommen ist. Was warst du für ein Teenager? Du wolltest ja eigentlich Schriftstellerin werden. Aber dann hat dich doch der Computer mehr gelockt. Ja, ich war immer gern gelesen und dann auch irgendwie ging es, glaube ich, ich war so Fan von Cornelia Funke zum Beispiel, die fand ich richtig toll. Und das war dann auch so diese erste Website, die ich gebaut habe, war tatsächlich so eine Website, Wilde Hühner Fanclub, wo ich einfach versucht habe, Leute zu erreichen, die wilden Hühner auch so toll finden wie ich. Und irgendwie, ich glaube, was sich so durchzieht, ist, dass ich immer das, was ich gelernt habe, sei es jetzt beim Lesen in der Schule oder in der Informatik-AG, irgendwie auch noch publizieren, rüberbringen wollte. Aber eine Informatik-AG zu besuchen als Mädchen ist ja sowieso schon mal ein Punkt. Das ist nicht selbstverständlich. Man versucht mit Wahnsinnsförderprogrammen die Mädels an die IT zu kriegen irgendwie. Ist glaube ich, auch immer noch so. Wieso hat dir das so gelegen? Und wie hast du das geschafft, dir mit 9 so eine Webseite zu bauen?
Ich weiß es nicht. Ich hatte Glück, weil mein Papa damals, das war ja so Ende der 90er, ich bin 90er Jahrgang, da hatte der so einen ersten Laptop und ich fand das von vornherein faszinierend, im Internet zu sein. Also ich war, das ist so ein typisches Ding, das ich glaube ich noch erinnere, ist halt dieses Modemgeräusch und dann Mama, die unten aus der Küche ruft, Eva, raus aus dem Internet, ich kann nicht telefonieren, so, ne? Und dann habe ich wirklich, ich glaube, mein Vater hat dann irgendwann mitbekommen, dass ich versucht habe, mir in Paint, in diesem schrecklichen Malprogramm. Ich weiß noch, da gab es so ein tolles Türkis und so, da gab es so diese so tollen Farben. Ja. Und ich habe da halt versucht, mir eine Website zu malen, weil ich nicht wusste, wie man die baut. Und daraufhin hat er mir dann so ein Buch geschenkt, das hieß HTML für Kids. Und das war dann tatsächlich auch meine erste Fremdsprache, weil ich mit diesem Buch mir dann eine Programmiersprache ist nicht, aber diese Sprache beigebracht habe, mit der man Webseiten bauen kann. Aber trotzdem, also jetzt ganz irgendwo verschwinden in der Technologie und nur noch als Programmiererin, das wäre dann jetzt auch ein bisschen Perlen vor die Säule gewesen in deinem Fall. Wann hast du angefangen, das Ganze noch mal so ein bisschen Richtung Journalismus mehr zu drehen? Ich glaube, das lief fast parallel, weil wenn du so eine eigene Website hast, dann musst du die auch befüllen. Ja. Also habe ich angefangen, Texte zu schreiben oder Videos zu machen. Und das Tolle an dem Beruf ist ja auch, dass man anders, als wenn ich jetzt gesagt hätte, ich möchte Ingenieurin oder Ärztin werden, du kannst ja Journalistin sofort ausprobieren. Also ne, du kannst einfach in so einem Blog dann zum Beispiel einen Text online stellen, du kannst mal einen Podcast machen und so. Und das habe ich einfach sofort gemacht. Ja, und deswegen glaube ich, ist auch gar nicht mehr, die Leute streben gar nicht mehr zwangsläufig zum Fernsehen, sondern die machen alles bei YouTube, weil da sind sie ihr eigener Regisseur, ihr eigener Produzent und können bestimmen, wie es aussieht. Das hat man natürlich beim Fernsehen nicht so. Du hast 2017 angefangen, sage ich jetzt mal den jungen Leuten, zum ersten Mal gab es das damals, die Möglichkeiten dazu, vor der Bundestagswahl zu erklären, was machen die Parteien genau, was haben die vor, um wirklich eine Unterstützung zu geben beim Wählen? Weil du nämlich eigentlich selber nicht wusstest, wen du wählen sollst, oder? Ja, ich habe damals mich umgeguckt, weil ich durfte davor auch schon mal wählen, aber hatte damals schon diese Erfahrung gemacht von, boah, ich hatte mir vorgenommen, ich lese die Wahlprogramme und ich bilde mir so die reflektierteste Meinung und dann gehe ich in diese Wahlkabine und weiß aber sowas von genau, wen ich wählen muss und wer der oder die Richtige ist. Und das ging mir nicht so. Und dann habe ich versucht, mich zu informieren und festgestellt, es gibt keine jungen Menschen oder jungen Formate, die mir dabei helfen. Also die das auch mal aus einer Sicht von jemandem mit Mitte 20 machen. Mhm. Und dann ist zeitgleich ungefähr Funk gestartet, also dieses junge Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Und dann war da auf einmal Geld da und Leute, die gesagt haben, stimmt, das brauchen wir. Und wir machen es nicht im Fernsehen, wo diese Zielgruppe vielleicht nicht mehr so unbedingt guckt, sondern wir machen es direkt auf Facebook, Instagram, YouTube. Da, wo die Jungen sind. Genau. Deutschland 3000 heißt das Ganze. Jetzt hast du wieder gut zu tun, ehrlich gesagt. Und ich glaube, momentan sind viele Leute ziemlich ratlos, was zu tun ist. Bist du schon wieder fleißig am Erklären? Ja, also ich denke mal, das ist gar nicht so viel Erklären. Ich habe den Eindruck, dass die Leute, für die wir das machen, schon ziemlich gut wissen, was gerade so abgeht und wissen, okay, es sind ganz schön viele Sachen, zu denen man aber sich irgendwie immer eine Meinung bilden muss. Also ich glaube, das ist viel mehr, wo wir versuchen anzusetzen. Was ist denn mit einem Thema wie Fleischkonsum oder Bildungsgerechtigkeit, wozu wir jetzt gerade viel gemacht haben, Pflege und so weiter? Wie bilde ich mir dazu eine Meinung? Und da setzt Deutschland 3000 an und versucht dann nicht, Politik immer so bei den Politikern und Politikerinnen zu machen. Und dann siehst du immer die Leute in den Anzügen und die dann ja auch so Wortgebilde bauen müssen, weil sie es halt sehr kompliziert rüberbringen. Sondern wir wollen gerne zeigen, wo kommt denn diese Politik an und holen die Leute dann vor die Kameras. Das klingt eigentlich super. Das ist, glaube ich, jetzt das erste Mal so, dass es wirklich eine breite Möglichkeit gibt, diese ganzen Menschen zu adressieren. Das war 2017 der erste Versuch, aber ich glaube, da hat sich seitdem wahnsinnig viel getan, oder? Also es gibt inzwischen ganz viele dieser Formate, die einfach sich an Leute richten. Ja. Darf ich mal fragen, ob die Politiker versuchen, auf diese Sachen jetzt, weil sie merken, dass da viel mehr Zulauf ist als in den früheren Jahren, versuchen die da Einfluss drauf zu nehmen oder fragen die von sich aus und sagen, ich bin übrigens ein super Interviewgast, also wirklich, ich bin so hip, schweinegeil. melden die sich? Ja, also da gibt es schon ein paar. Also die werden jetzt nicht, die versuchen nicht Einfluss zu nehmen. Das gibt es ja auch manchmal, dass es so heißt, oh, die Öffentlich-Rechtlichen, ihr macht doch nur, was Merkel euch da am Telefon sagt. Das stelle ich überhaupt nicht fest. Aber es gibt schon einige, die merken, auch ehrlich gesagt, gerade junge Politiker und Politikerinnen, die sonst vielleicht nicht direkt eingeladen werden in etablierte Shows oder so und die dann merken, aber da kann ich schon mal anfangen und kriege jetzt auch eine Bühne. Aber wir haben auch schon Minister, die sich mal selber bei mir in den Podcast eingeladen haben und wo ich dann gesagt habe, ich finde die Jungen in deiner Partei aber spannender. So. Und gibt es denn gute, spannende junge Leute in allen Parteien? Also soweit ich das beurteilen kann, schon, ja. Und überall sind auch Leute
die, glaube ich, wirklich was machen wollen. Und das beschäftigt mich auch, weil ich ja jetzt eben insbesondere mal gucke, wer sind so die Jungen. Ich habe auch Leute da gehabt, wo ich denke, vielleicht sind das irgendwann mal Minister und Ministerin. Oder jetzt in meiner neuen Show denke ich so, okay, da gibt es jetzt zum Teil Bilder von einem Kevin Kühnert oder einer Ria Schröder. Wer weiß, wenn die irgendwann mal Ministerinnen werden, dann habe so, ich schon das dann Bild. Dann wird er sagen, oh, die Eva Scholz hat mir die Karriere versaut. Naja, aber das sind so Bilder, die ihr dann wieder rausholen könnt, wenn die dann hier sitzen. Aber ist das nicht sowieso spannend? Ich frage mich das oft aus eurer Generation, die wir jetzt so mit, also die man so mit Medien die ganze Zeit aufwächst. Ich habe das letztens versucht, meinen Kindern zu erklären, alles, was ihr macht, jedes Bild wird nie wieder verschwinden. Ich glaube, das ist ja schon fast unmöglich, in so einer Generation irgendwie sich für einen Politikerjob zu bewerben und eine total reine weiße Weste zu haben. Es gibt immer irgendwo den... Ja, und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass diese Generation, die damit eh so Digital Native-mäßig aufwächst, das sehr genau weiß. Ehrlich gesagt habe ich manchmal das Gefühl, dass eher meine Eltern ein bisschen mehr Aufklärung bräuchten, weil die halt da so reingeworfen werden und mir manchmal zum Beispiel so einen WhatsApp-Kettenbrief weiterleiten, wo ich denke, habt ihr mal die Quelle gecheckt? Das ist hinten und vorne falsch. Aber die denken, das ist ein langer Text, der ist gut formuliert, das muss doch stimmen. Also ja. Das ist, würde ich nicht sagen, so eine Generationenfrage. Das ist am Ende was, was uns alle angeht, weil dieses Internet uns in den letzten Jahren so passiert ist. Ich finde aber trotzdem, dass die Politiker auf dem Umgang mit den neuen Medien, sage ich jetzt mal, noch immer etwas unbeholfen wirken. Und ich glaube auch in vielem Verständnis von den etwas älteren Generationen, dieses neue Social Media, sage ich jetzt mal, mit einem seriösen Politiker nicht so gut zusammenpasst, scheinbar. Ja. Viele versuchen es verzweifelt und, finde ich, straucheln auch heftig. Ja. Welche Erfahrungen hast du da gemacht oder welchen Blick hast du da drauf? Also es gibt ein paar Beispiele, auch wieder durch die Parteien weg, wo Leute das erfolgreich machen. Und dann habe ich da ehrlich gesagt auch großen Respekt vor, weil ich ja selber weiß, und bei mir ist es der Hauptjob, wie viel Zeit es kostet, diese Kanäle zu bespielen. Eben. Und als Politiker oder Politikerin, als Abgeordnete das noch zusätzlich zu machen, die haben ja jetzt nicht auf einmal mehr Geld im Budget für eine Social-Media-Beauftragte, sondern die müssen sich das irgendwie anders verteilen oder müssen dann bei ihren langen Tagen, die oft mit Abendveranstaltungen und so weiter sind, das lernen, das parallel zu dokumentieren und dann eben auch nicht nur zu sagen, ja, ich habe hier noch ein Selfie gepostet, sondern auch ihre Inhalte darüber zu bringen. Und das ist wirklich nicht leicht. Aber du würdest schon sagen, weil das, finde ich, ist immer die große Frage, der Politiker an sich soll schon auf Social Media auch sein, weil nur so ist er auch für junge Leute überhaupt greifbar und erkennbar? Oder würdest du einfach auch ganz vielen abraten und sagen, das lohnt sich jetzt für euch nicht mehr? Ich weiß nicht, zum Glück bin ich ja nicht die beraten muss, sondern ich beobachte und bewerte das dann. Ja, aber das macht auch viel mehr Spaß. Ja, genau. Aber ich glaube schon, dass das Sinn macht. Und du hast gerade gesagt, seit 2017 hat sich viel getan. Auch diese Plattformen haben sich stark politisiert. Ne? Also es ist, wenn ich damals, habe ich irgendwie YouTuber gefragt, willst du was mit mir zur Wahl machen, Thema X, Thema Y? Und die waren so, bloß nicht, da verprelle ich ja meine jungen Abonnentinnen und Abonnenten. Und das ist heute anders. Heute ist es, glaube ich, tatsächlich cool, politisch zu sein. Und es gibt Themen, die da eine sehr große Rolle spielen. Und dann sollte man sich das als Politikerin nicht entgehen lassen, finde ich. Da hat Rezo natürlich mit seinem Interview damals einiges ausgelöst. Und dann hat man eben, glaube ich, überall geschnallt, dass es jetzt Zeit ist, sich mit diesem ganzen Thema zu befassen. Seit 16. Juli gibt es in der ARD-Mediathek eine ganz, ganz tolle Show, nämlich deine Show Der Raum mit Eva Schulz. Mhm. Und da machst du wirklich wunderbare Sachen. Wir haben ein paar Fotos nur davon da. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz erzählen, was passiert denn im Raum mit Eva Schulz? Weil man muss tatsächlich auf alles gefasst sein. Ja, man muss auf alles gefasst sein. Die Grundidee war so, dass ein klassischer Polit-Talk, wo die Leute so im Kreis sitzen, das ist zwar auch schön, aber oft auch so unheimlich konfrontativ. Ne? Die Leute werden so auf Positionen gesetzt und du weißt meistens schon, wer jetzt was sagt und dass die aber nicht auf einen neuen Gedanken zwingen kommen. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann man das denn aufbrechen? Also wie kannst du eine politische Talksendung machen, in der das konstruktiver wird und in der die Leute zusammenkommen müssen? Und dann habe ich gedacht, dann muss man das vielleicht mit Spielelementen kombinieren. Ja. Also Polit-Talk und Spielshow kombinieren. Das machen wir da jetzt. Und zwar packe ich die Leute, die vielleicht sonst mit mir in so einer Talkrunde sitzen würden. 4 Gäste habe ich immer in einen Raum, den wir auch jedes Mal komplett neu bauen, komplett neu gestalten, passend zum Thema. Und da müssen die sich rausspielen. Also sie kommen nur wieder raus, wenn sie so gewisse Spiele und Rätsel bestehen, die natürlich auch immer mit Inhalt aufgeladen sind. Und dazwischen wird auch viel diskutiert, aber es macht natürlich einen Heidenspaß, weil am Ende Politiker in verschiedener Parteien oder Leute mit gänzlich verschiedenen Positionen sich da durch den Kühlschrank helfen müssen. Und müssen die gemeinsam eine Aufgabe lösen? Ja, also die große Aufgabe besteht dann darin, aus diesem Raum wieder rauszukommen. Die können also auch wie ein Escape Room. Ja, so ähnlich wie so ein Escape Room, genau. Ohne Zeitlimit, weil ich habe immer so, ich hätte jetzt Angst gehabt, dass wenn man denen sagt, oh, ihr müsst da jetzt aber in 30 Minuten raus, dann nehmen die sich die Zeit zu diskutieren nicht. Und das haben sie also nicht, diesen extremen Zeitdruck. Und dadurch sind da wirklich Diskussionen zustande gekommen, die mich als Journalistin auch richtig glücklich gemacht haben, weil ich gesehen habe, da ist der vegane Influencer mit dem Schweinebauern mit 3000 Schweinen und in auf einmal Kühlschrank eingesperrt. Ja, super, genau. Und
dann geht es um die Wurst im wahrsten Sinne. Johann, würde das nicht bei dir Panikattacken auslösen, in einen Escape Room eingeladen zu werden? Also das ist ja, also ich kann mir auch vorstellen, der eine oder andere hat da bereits abgesagt und du sagst mir... Mir haben die Leute auch, das ist, mir haben die Leute im Vorfeld immer gesagt, boah, das, da die Politikerin lassen sich doch da kommt doch keiner. Da machen die natürlich, genau, gerade das vor der Wahl, machen die also, alles. Johann, willst also du es machen? Ich glaube, es hat was mit dem Inhalt zu tun. Man macht ja viele Hürden oder überwindet viele Hürden heute, wenn man den Inhalt sinnvoll findet. Ja. Und ich finde die Idee gut, auch dieses, was ich auch mit dir, Barbara, manchmal gesehen habe, wo man nicht lachen darf, finde ich ja sensationell. Ja. Also es ist für mich ja wahnsinnig, also sowas zu machen. Und ich meine, das muss man erst mal miterleben. Ich glaube, die Vorurteile sind da manchmal zu groß. Deswegen kann ich mal nur sagen, ausprobieren, den Versuch. Und du bist ja extrem stressresistent. Du bist es ja also gewöhnt zu schreien und dann vielleicht auch mal angeschrien zu werden. Also in der Küche ist es immer heiß, auch, da ist Stress. Wer neben mir steht. Eben. Also der, wenn er Politiker wäre, hätte er dicke Nerven. Wir haben uns gedacht, weil du eben, ihr habt immer, glaube ich, ein Überthema in der Sendung und dann Gäste passend zu diesem Thema. Und weil du eben auch da oft Quizfragen stellst und die dann irgendwie beantwortet werden müssen, dachten wir uns, wir bitten dich einfach mal ein paar Fragen mitzubringen. Wir haben uns ein Überthema Fleischkonsum überlegt, das ja das in aller Munde ist tatsächlich. Wir haben auch gerade drüber gesprochen. Ja. Und ich würde vorschlagen, wir machen hier Team Kochpott gegen Team Ruhrpott. Super überlegt, oder? Ist mir gerade so eingefallen. Ja, großartig. Du stellst die Fragen, es sind Schätzfragen und ihr dürft einfach schnell antworten. Genau, denn unsere erste Sendung handelt tatsächlich auch, die jetzt seit 16. In der Mediathek ist, vom Thema Fleischkonsum. Wie muss Politik da eingreifen? Genau das, was ihr eben hattet. Ja. Und das hier sind jetzt also Zahlen, über die da auch diskutiert wurden. Und das hatten wir auch eben schon. Was glaubt ihr denn, wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung sind vegetarisch? Acht. Nee, mehr. Vegan. Ich glaub, es sind vegetarisch. Vegetarisch, glaube ich, sind es jetzt zwischen 13 und 14 Prozent. Okay. Das ist ich wäre bei 15 gewesen, so haben wir den oberen Teil völlig abgedeckt. Nach oben haben wir gewonnen. Also du schätzt taktisch. Ja, genau. Ja. Nein, aber ich hätte tatsächlich um die 15. Also ich hätte 18 gesagt. Das, dann teilen wir uns auf 16. Das ist auch interessant, weil das ist auch genau das, was bei meiner Show passiert, dass man dann die Leute so ganz anders kennenlernt, ne? Wenn dann jemand auf einmal taktisch überlegt. Man kennt auch selber gar nicht so viele Veganer vielleicht. Also, die man möchte sie ja auch zum Teil gar nicht. Es ist, sind eben Leute, sag ich mal, wenn du unterwegs bist oder was, dann spricht man nicht viel über Essen. Aber trotzdem habt ihr euch jetzt gerade ganz schön hoch eingeschätzt, weil tatsächlich sind es gerade mal 4% in Deutschland, die vegetarisch sind. 2% die Veganer. 4% Vegetarier. Also die Zahl glaube ich nicht, weil wir haben letztes Jahr schon vegan bei unseren Sendungen Zahlen gehabt, da waren wir bei vegetarisch schon bei 12%. Ehrlich? Ja. Ja, also es gibt natürlich verschiedene Studien, die wir da einziehen. Nein, aber guck mal, das kannst du alleine ausrechnen. Bei 80 Millionen, 90 Millionen, 10%. Ja. Das ist absolut realistisch, dass 9 Millionen in Deutschland Vegetarier sind, weil es sind schon alleine über 10 Millionen Diabetiker. Also das Problem ist aber, das Problem ist, dass viele eine vegane Phase haben, gerade junge Leute. Genau. Kenne ich ganz viele, die sind dann mal 3-4 Jahre vegan. Und auch beim Vegetarismus. Und dann gibt es ja auch noch Flexitarier. Ja, aber 3,2 Millionen Menschen nur Vegetarier in Deutschland, das halte ich für absolut nicht muss man auch mal definieren. Ne? Ist es der reine Pflanzenvegetarier oder ist es der Fisch, also Ei, Milch, Vegetarier? Die Quellen haben wir tatsächlich besorgt. Also irgendein Redakteur hat sich das genau überlegt. Ja. Und da irgendwas, also es ist von Ipsos Handelsmarkenmonitor, glaube ich. Daher 2018. Die haben aber auch recht. Genau. Aber man muss dazu sagen, 2018, wir haben 3 Jahre später. Ja, stimmt, 2018, hier steht. Ja. So, ne? Insofern Und das in dieser Studie spielen. Wurden eben auch so FlexitarierInnen berücksichtigt. Und ich glaube, das sind eben ganz viele Leute, die sagen, ab und zu, wenn ich im Restaurant zum Beispiel mal weiß, wo es herkommt, dann esse ich doch ein Stück Fleisch, aber zu Hause... Aber trotzdem erstaunlich sehr, sehr wenige. Ja. Nächste Frage. Eine andere Frage wäre, wie viele Gütesiegel gibt es denn in Deutschland? Weil das ist ja auch was einem im Supermarkt sehr viel begegnet. Ganz grauenvoll. Ganz viel. Ja, was schätzt ihr denn? Also ich würde sagen, mit Sicherheit 60. Ja, würde ich auch sagen. 50, 60. Ich glaube, es sind ein paar mehr. Also ich wüsste aus dem Ärmel alleine bei Fisch, den man in einer Tiefkühltruhe kauft, habe ich mal die Sendung hier gemacht, da wird mir übel. Ich glaube, da gab es alleine schon 10. Also ich glaube, es sind mehr. Also ich sage mal 60 bestimmt. Dann sage ich 80. Auch das Ich sage 100.
Nur um was zu sagen. An die 100 können wir noch mal eine mal 10 dranhängen, weil es gibt wirklich über 1000 verschiedene Siegel. Da war ich am nächsten dran, merkst du was? Die Supermärkte selber ausdenken und. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Und es gibt eben in Deutschland, das fand ich auch so spannend bei der Recherche noch mal, es gibt gar keine Regeln in Deutschland dafür, wie ein Siegel ausgestaltet sein werden, mit was für Grundsätzen das versehen sein muss. Also im Grunde kann sich jeder sein eigenes Siegel ausdenken. Das ist doch sehr interessant, wo doch Deutschland sonst für alles, für jede Rampe, für alles eine Norm, aber beim Siegel sagen sie, oh, es geht ja nur um Essen. Ja. Ja. Nächste Frage. Letzte Frage. Eine letzte Frage. Ja, das ist, wie viel Platz hat ein Schwein in Haltungsform 1, das ist ja auch so ein Siegel, zur Verfügung? Ja, ich glaube, Haltungsform ganz, 1 ganz wenig. Klingt hervorragend. Quadratmeter oder was? Nee. Ein Quadratmeter. Nein, weniger. Ja. Viel weniger. Ein Quadratmeter, ja. Ja, ungefähr. Glaub, ein Quadratmeter. Ja groß. Ne? Nein, ich glaube, es ist weniger. Es ist also noch nicht mal Handtuchgröße. Es kann nicht umfallen. Und wenn es in der kleinsten Größe ist. Das, also diese LKW-Fächer, also ein Quadratmeter, es ist sicher kleiner. Okay, damit geht der Punkt auch an euch. Tatsächlich, es sind 0,75 Quadratmeter. Die kennen sich mit Ernährung aus. Ja, die gehen uns geschlagen in die Ruhrpunkte. Also tatsächlich 0,75 Quadratmeter ist die richtige Antwort. Damit habt ihr zwei Punkte gemacht und ihr einen Punkt. Wir haben leider keine Gewinne, es wird keine Millionen jetzt ausgegeben. Aber ihr kommt alle hier raus am Ende. Aber wir seid raus aus dem Escape Room. Aber, das war das Ziel. Wir haben auf jeden Fall gelernt, dass junger politischer Journalismus auf jeden Fall sehr viel Spaß machen kann und ja auch bleiben wird, machen wird, weil du wirst ja uns immer erhalten bleiben und wir freuen uns auf alles, was da aus deiner Seite noch kommt. Eva Schulz ist bei uns. Dankeschön. Meine Damen und Herren, diese NDR-Talkshow kommt nicht nur vom NDR, nein, sie kommt auch aus Hamburg. Und insofern ist es nur recht und billig, dass wir Sie einladen mal in den Hamburger Hafen. Und kaum einer kennt sich im Hamburger Hafen so aus wie Sie. Sie ist seit 2007, zeigt sie den Menschen sozusagen Hamburg vom Wasser aus. Und das ist insofern besonders bemerkenswert, weil sie war vorher Wirtschaftsinformatikerin und hat dann irgendwann gesagt, das ist ein Beruf, da gibt es vielleicht noch was Spannenderes in der Welt. Und was wird man, wenn man vorher Wirtschaftsinformatikerin war, wenn man was anderes will? Wolfgang, du guckst so traurig. Man wird Hafenschipperin. Und was eine Hafenschipperin so alles erlebt, das erzählt sie uns jetzt, die gebürtige Nordfriesin Maike Brunk. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Sie nennt sich selbst Hafenschnackerin. Was ist das und wie wird man's? Genau, das ist gerade direkt ein ganz wichtiger Punkt, bei dem ich einhaken möchte, denn ich bin kein Schipper, ich bin nur Schnacker. Also ich bin nicht selber die Frau mit dem Ruder in der Hand, sondern ich bin die mit dem Mikrofon. Frauen machen sich immer kleiner. Nee. Nein, aber sie sind, also was ist eine Hafenschnacke? Genau. Ich habe immer das Problem gehabt, dass ich kein richtiges Wort für meinen Beruf habe. Ja. Und immer mal fragen mich Menschen, Mensch, was machst du denn eigentlich? Und es war einfach immer schwierig, das so in einem Wort zusammenzufassen. Ich organisiere Hafentouren, ich moderiere diese Touren, also mache selbst den Schnacker auf dem Schiff oder die Schnackerin und klär mit dem Kapitän, wo wir längs fahren sollen, buch aber auch für die Gäste Busse und Rahmenprogramme dazu und mach so das Komplettpaket. Und das, was ich aber mit Herz und Seele am allerliebsten mache, ist den Menschen den Hafen und die Begeisterung, meine Begeisterung für den Hafen mitzuteilen und deshalb nenne ich mich Schnackerin. Das wird kein journalistisch sehr kritisches Gespräch, weil ich bin der absolute Hafen-Fan. Ja, ich habe ein kleines Büro da unten. Also in mir werden Sie ein. Also ich bin der Vorsitzende des Hamburger Hafen-Fans. Wenn Sie jetzt, ich habe es schon in der Anmoderation gesagt, Sie haben vorher Wirtschaftsinformatik gemacht. Was hat den Impuls gegeben, da aufzuhören und da hinzugehen? Das war eigentlich so, dass ich in die Informatik nur so reingeschlittert bin. Das kam halt irgendwie zufällig, weil es in dem Moment gerade passte. Und dann habe ich es gemacht. Es hat funktioniert, es hat gutes Geld gebracht, aber es hat mich nie begeistert. Und es fehlte einfach immer so dieses, ach, wofür stehe ich eigentlich morgens wirklich gerne auf? Für die Jobs, die ich da so gemacht habe, war es nicht. Und dann habe ich ein Berufsfindungsseminar gemacht, beziehungsweise vorher hatte ich eine Fernsehsendung gesehen, wo eine Dame in einem Interview im WDR, bei Bettina Böttinger, glaube ich, war, und die war Krankenschwester und die wollte als Traumjob Kapitänin werden. Und da habe ich gedacht, wow, wenn das geht, dass jemand, der Krankenschwester ist, Kapitän werden kann, dann kann ich auch als Wirtschaftsinformatiker noch ganz was anderes aus meinem Leben machen. Und habe dann gedacht, gucke ich mal, wo es hingeht und habe selbst so ein Seminar mitgemacht. Und da kam irgendwie so eine
perfekte Jobbeschreibung von dem, was ich heute mache, raus. Und wir hatten dann, da wusste ich es aber noch nicht, dass es das ist. Und wir hatten eine Firmenweihnachtsfeier im Hamburger Hafen. Und zu später Stunde, Ende 2006 war das, saß ich mit dem Kapitän und dem Kompagnon. Die waren aus irgendeinem Grund waren die mit dabei. Und ich saß mit dem am Tresen. Die holten so ein bisschen Schnaps raus und wir kamen ins Schnacken, wie man so schön sagt. Und ich habe denen erzählt, dass ich mit meinem Job nicht ganz so glücklich bin. Und die hatten eine Idee. Oh, komm zu uns. Hafentouren gesagt, ne? In Ecken, wo man sonst noch nicht so ist. Ja. Und da habe ich gedacht, Mensch, das war so richtig so ein Klick im Kopf. Das ist genau meins. Und das war der Anfang von einer großartigen Geschichte, für die ich so dankbar bin, dass ich die erleben darf und da so mittendrin mich wiederfinde. Für all jene, die noch nie eine Hafenrundfahrt gemacht haben, was macht... Sie machen 150 Touren ungefähr pro Jahr. Was macht für Sie die Faszination des Hamburger Hafens aus? Versuchen Sie die Magie mal zu beschreiben, so schwierig das auch wahrscheinlich sein mag. Das ist total schwer zu beschreiben. Also am besten, man erlebt es mal. Aber jeder, der schon mal auf dem Wasser war und sich eine Stadt auch vom Wasser aus angeguckt hat, weiß, dass man da eine komplett andere Perspektive einnimmt. Dass man gleich in so einer schönen, luftigen Welt für sich ist und einen ganz anderen Blick auf Dinge kriegt. Und im Hafen ist es natürlich so, durch die Schiffe, die alle unterschiedliche Heimathäfen haben, mit der ganzen Welt verbunden ist, vom Hamburger Hafen gehen unwahrscheinlich viele Liniendienste in die ganze Welt. Und man ist mit der ganzen Welt verbunden. Und ich finde immer, man merkt so an der Hafenkante auch diese Offenheit der ganzen Welt gegenüber und luftige Welt und die ganze Welt gehört zusammen. Barbara, wollen wir gerade mal uns, es gibt das ein Stichwort. Ja, und zwar ist jetzt endlich unsere Luisa Neubauer zu uns gekommen, die noch ein bisschen festhing auf der Reise, aber jetzt ist sie da. Herzlich willkommen, wir reden gleich mit dir. Ja. Aber wir können, ich darf Sie vielleicht schon mal fragen, haben Sie schon mal eine Hafenrundfahrt gemacht? Ich bin so glücklich gerade, dass ich genau in diesem Augenblick hergekommen bin. Ja. Es war jahrelang mein Traumberuf, genau das zu machen. Ich habe so viele von diesen Touren gemacht, in dem Sinne, ich bin ganz angetan. Und dann wird es Sie interessieren, weil wir wollen nämlich gerade mal, das wissen nämlich viele nicht, die nicht aus Hamburg, Sie kommen ja aus Hamburg, wenn ich aus Hamburg komme, wie viele Brücken hat Hamburg? Über 2.500 tatsächlich, mehr als Venedig und Amsterdam zusammen. Und wie viele Flüsse hat Hamburg? Kanäle. Drei große auf jeden Fall. Eben. Das sind nämlich Alster und Elbe, die jeder kennt. Und Bille. Und die Bille. Und ich nehme die Gäste auch immer gerne mit, so wie gesagt, in die Ecken, wo man sonst nicht so hinkommt. Und da gehört die Bille ganz klar. Und was ich mal gelernt habe, man könnte die ganze Stadt Köln in der gesamten Größe, also nicht die Innenstadt Köln, sondern die gesamte Stadt Köln in den Hamburger Hafen reinstellen. In die Fläche. Das wäre die Idee, Markus. Aber lassen Sie uns auch selbst, also viele Hamburger, als ich nach Hamburg kam vor vielen Jahrzehnten, habe ich mich immer gewundert, warum interessieren sich die Hamburger so wenig für die südlichen Stadtteile, Veddel, Wilhelmsburg und so weiter. Und gerade Wilhelmsburg hat es Ihnen besonders angetan. Warum? Genau, das war so mein erster Stadtteil, über den ich eigentlich den Hafen dann kennengelernt habe. Ich selbst muss dazu sagen, ich kannte Wilhelmsburg auch noch gar nicht. Bin auch selber wohntechnisch noch nicht über die Norderelbe rüber. Also bin absolut im Norden verbunden. Aber ich habe durch diesen Kapitän und seinen Kompagnon damals, die haben mir das gezeigt. Und die haben mir Orte gezeigt, von denen ich gar nicht vermutet habe, dass es die so, dass man die mit Wilhelmsburg in Verbindung bringt. Wunderschöne Naturschutzgebiete, den kleinsten Leuchtturm Hamburgs, ganz idyllische Kanäle. Diese Verbindung mit dem Hafen und mit der Historie dieser Insel, die mit dem englischen Königshaus auch verwoben ist und einfach ganz viele Geschichten. Nach William benannt, glaube ich, ne, Wilhelmsburg. Nee, nicht ganz. Nach Georg Wilhelm zu Braunschweig-Lüneburg ist Wilhelmsburg benannt. Ach so, gut. Das meintest du. Ja, ich habe mich in der Linie vertan. Ja, wie auch immer. Aber deswegen ich kann sagen, dass Wilhelmsburg, glaube ich, die zweitgrößte bewohnte Stadtinsel der Welt ist. Binneninsel der Welt nach Manhattan. Ne? Ja, so sagt man immer. Das, da habe ich so ein bisschen wieder wettgemacht. Genau. Wir haben auch, glaube ich, eine Matz da. Wir haben einen kleinen Film gedreht, wo man sie bei der Ausübung, da sieht man sie bei der Ausübung ihrer... Ihres Tools. Was sehen wir? Wir fahren durch die Speicherstadt? Im Moment genau, in der Speicherstadt unterwegs. Und ich nehme halt gerne, bin selber gerne bei den Gästen. Da sind wir auf der Bille, schippern durch die an der Billerhuder Insel vorbei, schöne Kleingartenecken. Und ich habe ja
viele Hamburger und Norddeutsche gerne mit an Bord, denen ich dann eben zeige, wie schön die eigene Stadt ist. Und das ist, natürlich ist es toll, Container-Terminals und Docks zu sehen und die Hamburger Skyline sich anzugucken. Aber es gibt eben noch so viel mehr. Und man kann von der Wasserseite aus auch ganz viele Vorurteile, finde ich, Stadtteilen gegenüber abbauen, indem man sagt, guckt euch doch mal Rothenburgs Ort, Hamm Süd, Hammerbrook, von der Wasserseite aus an. Ich schippe regelmäßig bei den Ernährungsdocks vorbei, so quasi an, an dem Hausboot. Manches Mal sehen wir dann auch da die Dreharbeiten gerade und dann ist es immer toll, wenn die Gäste dann sagen, ach hier ist das, habe ich ja gar nicht vermutet. Ja. So, und man lernt wirklich die Stadt wieder ganz aus neuer Richtung kennen. Sie sind ja eigentlich damit zu einer Liebe zurückgekehrt, die Sie früher schon mal hatten. Das ist mein Eindruck, denn Sie sind ja mit 18 Jahren mit einem Containerschiff nach Schottland gefahren. Genau. Alleine, als junge Frau. Was hat Sie dazu bewogen und wie war die Überfahrt? Ja, das war ganz spannend. Es ging damals, ich war im 12. Jahrgang und wir sollten ein Praktikum machen. Es sollte eigentlich während der Schulzeit sein. Und ich habe gedacht, Mensch, eigentlich würde ich gerne das in Hamburg machen. Mein Onkel, der war bei Hamburg Süd beschäftigt und ich habe gedacht, das würde ich gerne mal mir näher angucken. Also als Nordfriese so Richtung Hamburg ist ja schon mal so die große weite Welt. Und dann dachte ich, kann ich das bei Hamburg Süd machen? Und mein Onkel hat gesagt, klar, kannst du machen, aber wir haben da eine Kooperation mit einer Firma in Schottland, mit einem Hafenagenten und du könntest auch zu dem fahren und in Schottland dein Praktikum machen. Und wenn du willst, fahre ich dich nach Rotterdam, setz dich auf einen Containerfrachter und dann fährst du mit dem Frachter mit rüber und auch wieder zurück. Und ich habe dann in Schottland während der Zeit auch bei der Firma, bei der Familie des Hafenagenten mitgewohnt. Die Kinder haben mir die Highlands gezeigt und mich in eine schottische Destillerie da mitgenommen. Und also es war wirklich so ganz, ganz tolle Sachen. Und ich habe ganz viel Hafengeschichte mitgekriegt oder Hafenfunktionsweisen, Logistik. Und habe als einzige Frau und als einziger Passagier an Bord da natürlich hauptsächlich erstmal ganz fasziniert mir alles angeguckt. Wurde aber auch gleich gesagt, hier Mensch, wenn du in eine Kabine gehst, bitte abschließen nachts. Die Jungs hier, die haben alle wahnsinnig lange auch ihre Familien nicht gesehen. Und das war schon auch eine komische Situation, weil ich so da irgendwie so weltfremd naiv rangegangen bin und mir das alles gar nicht vorstellen konnte. Und das war schon eine tolle Erfahrung. Sind eigentlich diese Berufe immer noch in den Händen der Männer? Ist der Hamburger Hafen, wo Sie ja nun Ihre Liebe gefunden haben, also zum Hamburger Hafen. Aber ist es immer noch so eine Männerwelt, wie einst es war? Sie bricht langsam auf, also sie wird offener, definitiv. Also ich habe auch neulich in einem Gespräch am Hafen eine ganz tolle Festmacherin kennengelernt, eine junge Frau, die einfach die großen Pötte mit festmacht, wirklich auch ein Knochenjob teilweise. Ich sehe immer mehr Schipperinnen tatsächlich, das, was ich ja nicht mache, aber die dann eben am Steuer sitzen oder auch in allen Hafenberufen eigentlich findet man immer mehr Frauen und der Anteil ist gering. Aber Sie betonen das immer, dass Sie die Schipperin nicht machen. Was würde Sie es nicht? Also wenn man immer etwas betont, dass man das nicht machen will, ist es ein sicheres Indiz, dass man eigentlich es machen möchte. Was hindert Sie denn daran? Dann kann sie nicht schnacken. Nee, kann dann bin ich nicht mehr bei den Gästen und das fehlt mir, das dann diese Barriere dazwischen, weil die sitzen natürlich oben in ihrem Kabuff und steuern. Und müssen langweiligere Job. Ich würde auf jeden Fall bei den Gästen bleiben. Und ich denke immer so, die Schipper, die werden ja Schipper, weil sie gut schippern können und weil sie einfach diesen Job mögen, die wollen auch nicht so reden, in Ruhe sich um das Schiff zu kümmern und die sorgen für die Sicherheit, dass das Schiff dahin fährt, wo ich möchte. Und ich betone das so, weil ich mir natürlich am Hafen da so meine Position die letzten 14 Jahre auch mit aufgebaut habe. Die wollen Sie sich nicht mehr abnehmen. Die möchte ich mir nicht kaputt machen. Nein, und Sie haben Sie sich ja auch unheimlich erkämpft, weil ich kann mir vorstellen, als Sie damals in der IT-Branche waren und Sie waren da bei einer Firmenfeier und Sie waren im Hamburger Hafen und Sie haben dann mit denen drei Schnäpse getrunken und gesagt, das könnte mich interessieren. Und Sie kamen dann zurück zu Ihren Kollegen oder zu Ihrem privaten Umfeld. Wie haben die denn reagiert, als Sie gesagt haben, Kinder, nicht nur, dass ich euch verlasse, sondern ich gehe in Hamburger Hafen. Ja, das war tatsächlich so, dass in der Firma habe ich das erstmal gar nicht so erzählt. Ich hatte auch noch nebenbei Tourismus-BWL im Fernstudium gemacht und das hat am Ende dazu geführt, dass wir uns dann doch da irgendwie ein bisschen unrühmlich in der IT, ich mich verabschiedet habe oder verabschiedet wurde. Aber ganz anders das Thema, dass meine Freunde und Familie doch im ersten Moment ziemlich erschrocken waren und gesagt haben, so huch, wie kommst du denn jetzt dazu? Das kann ja eigentlich gar nicht funktionieren. Also es war doch
Das ist eine sehr deutsche Reaktion. Versucht, aber generell. Mich zu unterstützen, ja. Aber sie haben eigentlich nicht dran geglaubt, dass es funktioniert, dass man, wenn man keine Ahnung, keine Kontakte, aber ganz viel Leidenschaft hat, dass das reicht, sich so eine Position zu erarbeiten. Keine Ahnung, keine Kontakte. Und die Kontakte, die Sie im Hamburger Hafen natürlich mit Ihrer Begeisterung, die ja geradezu sprühend ist, knüpfen, sind das die Kontakte, die Sie immer wieder in den, sag mal, in den Besitz bringen von Informationen über Ecken im Hamburger Hafen, die bisher keiner kennt? Genau. Weil das ist ja Ihre, das ist sozusagen ja Ihr Anliegen, ja? Ein paar Sachen zu finden, wo Sie sagen, das findet man bei den anderen nicht. Ne? Unbedingt. Also ich sauge wirklich diese ganzen Geschichten rund um den Hafen auf wie ein Schwamm. Und spannenderweise kann ich mir die super gut merken, während ich früher in Geschichte eine absolute Niete war und mir gar nichts im Kopf hängen bleiben wollte. Und da habe ich jetzt wirklich das Gefühl, ich muss mich nur einmal mit irgendwelchen Leuten darüber unterhalten. Und dann merke ich mir das, weil ich es einfach interessant finde und weil der Hafen so vielfältig ist. Man hat ja mit Wirtschaft, mit Stadtentwicklung, mit Politik, mit Umwelt, mit allem zu tun. Und mit Freizeit und mit der Veränderung auch der Stadt. Und da gibt es immer wieder Felder, wo ich denke, da ist noch wieder was, was mich interessiert. Oder eine Ecke, wo ich noch mal genauer hingucken möchte. Und dann bleibt es auch für mich spannend. Dann bleibe ich begeistert und dann kann ich das auch so weitergeben. Jeder Zuschauerin, jedem Zuschauer kann ich nur empfehlen, wenn Sie mal nach Hamburg kommen, gucken Sie sich den alten Elbtunnel an. Allein schon aufgrund der wahnsinnig tollen historischen Kacheln, die da sind, die immer noch wahnsinnig toll gepflegt werden und neu gebrannt werden, wenn eine kaputt geht. Und ich habe in Vorbereitung auf das Gespräch gelernt, dass früher die Ehefrauen der Seeleute oder der Hafenarbeiter, muss ich besser sagen, genau vor diesem Tunnel gewartet haben auf ihre Männer. Genau. An einem bestimmten Tag und warum? Sie haben auf sie gewartet an dem Tag, als die Lohntüten verteilt wurden. Denn das war natürlich fatal, wenn die Herren damit bis zur Reeperbahn gekommen wären. Sondern die sollten dann doch lieber gleich die abliefern, damit das Geld mal nach Hause gehen konnte und für den Haushalt genutzt werden konnte. Ja, genau. Okay. Ganz, ganz toll, liebe Maike Brunk. Ich bin, wer jetzt nicht infiziert ist, den Hamburger Hafen zu besuchen, dem kann man nicht helfen. Oder wir laden Sie wieder ein, bis wir. Also, fahren Sie denn jetzt wieder? Waren Sie lange nicht auf dem Wasser? Ja, wir durften lange nicht fahren. Wir haben lange wirklich eine Zeit gehabt, wo es komplett verboten war. Jetzt dürfen wir ein bisschen wieder. Es geht langsam wieder los. Wir starten wieder in die Saison und ich hoffe. Ja, das und wir starten mit Ihnen, glaube ich. Ne? Das ist also absolut ein Muss. Ja? Also, meine Damen und Herren, Maike Brunk, schön, dass Sie bei uns sind. Danke sehr. So, und jetzt ist sie da. Lange hat es gedauert. Wir haben richtig auf dich gewartet, weil wir natürlich total gespannt sind, was sie alles zu erzählen hat. 25 Jahre jung ist sie und hat schon alle wichtigen Menschen auf der Welt getroffen. Und die sind unterschiedlich mit ihr umgegangen. Manche haben sie noch nicht so ganz ernst genommen und die Bewegung, der sie angehört. Und viele andere wussten damals schon, oh, ich glaube, da sollten wir lieber ein bisschen besser hinhören und die Ohren spitzen. Sie wird uns aus ihrem bewegten Leben erzählen. Sie ist viel unterwegs und wir freuen uns wahnsinnig. Die Vorreiterin der deutschen Fridays for Future Aktion bei uns hier heute zu haben. Luisa Neubauer. Alle wollen sie haben, aber heute ist sie hier. So, du bist viel unterwegs, nehme ich an, oder? Klimaaktivistin ist ein Fulltime-Job. Wie viel bist du unterwegs? Ja, also ich kenne sehr, sehr viele Bahnhöfe in Deutschland sehr, sehr gut. Ja. Jetzt mit Corona hat sich viel getan, aber grundsätzlich ist es einfach, es passiert ganz viel in diesem Land und das ist atemberaubend und ich bin dankbar und glücklich, dass ich davon dabei sein darf, dass ich Teil davon sein darf. Hat aber eben auch zur Folge, dass ich dann eben ununterbrochen irgendwo viel zu spät ankomme, weil irgendwo ein Zug stand. Teil vom Job, schätze ich. Absolut. Also, aber ich finde, im Zug kann man ja immer noch ganz gut sich irgendwie versorgen und man hat seine Ruhe und man kann irgendwie was lesen und sich vorbereiten. Ich bin mir sicher, als du damals Greta Thunberg in Katowice getroffen hast und Fridays for Future in der Form begann, ich glaube, es war 2018, hast du nicht gewusst, was daraus werden würde? Oder konntest du dir ungefähr vorstellen, was dann auf dich und diese ganze Bewegung zukommt? Nein, natürlich gar nicht. Das war, also das Setting war total skurril. Es war 2018, es war Dezember, es war, ich würde sagen, auf arschkalt in Polen. Und es war in Katowice, in dieser Stadt, in der es ganz komisch schmeckt. Die Luft ist so kohlig. Und da war diese riesen Klimakonferenz und ich war eigentlich wirklich nur da, weil ich sehen wollte, wie es aussieht, wenn Menschen die Welt retten. So, das war damals so, die UN-Klimakonferenz gibt es ja, damit man die Klimakrise aufhält und ich dachte, ich will das mal sehen.
Und da war ich Teil von so einer Delegation. Das war so eine große Ehre für junge Menschen, durfte man da so ein bisschen Hände schütteln. Und dann kamen wir da an und es war ein ganz merkwürdiges Setting, weil sich niemand verhalten hat, so wirklich, als wären wir in einer wirklich schlimmen Krise. Und dann wurde, ne, dann stritt man so über Paragraphen und man hatte ganz, ganz viele wichtige Meetings. Aber man hatte immer mehr Meetings, um noch mehr Meetings zu haben und besprach dann Paragraphen, um noch mehr Paragraphen zu besprechen. Aber es war kein, es war überhaupt keine Dringlichkeit in der Luft. Aber war das die Schuld der Aktivisten oder war es die Schuld der Gegner? War es die insgesamte Stimmung oder war das eher die Einstellung der Politiker? Das war die politische Einstellung und das ist auch logisch, weil man hat hier die Klimakrise, die muss man international lösen. Und deswegen gibt es diese großartigen diplomatischen Prozesse, zum Beispiel die UN-Klimakonferenz. Aber das heißt, man droht sich einfach in dieser Diplomatie ein bisschen zu verlieren. Und das war eigentlich über die Jahre und Jahrzehnte hinweg passiert. Und dann gab es eine Person mit dieser Konferenz, die sich verhalten hat, als wären wir in der Krise. Und das war Greta. Die hat gestreikt und die hat gesagt, wir sind in der Klimakrise, Leute, ihr macht nichts, ihr klaut uns die Zukunft und das geht nicht so. Und da dachte ich so, Moment, so, wer ist diese Frau vielleicht? Hat die eine gute Idee gerade? Und dann habe ich aber erst mal, ich war ja gar kein Schulkind, ich habe mich viel zu alt gefühlt. Das heißt, ich habe einfach so ein bisschen, Greta so ein bisschen geholfen mit ihren Terminen. Und dann ging es aber weiter und die Woche, das ist ja eine Konferenz, die dauert länger, als die Woche dann zu Ende war, dachte ich, Mensch, was machen wir denn jetzt? Und irgendwie hat es mich dann genervt, weil ich dachte, in Deutschland, wir haben diesen Kohleausstieg, der sich so zieht, politisch passiert so wenig, irgendwer muss was machen und dann bin ich vielleicht gerade irgendwer. Und dann bin ich nach Deutschland gefahren zurück und dann hatten wir 5 Tage später den ersten großen Klimastreik in Deutschland. Wer ist denn, und wir, also wir hatten den, genau. Aber wer hat den organisiert? Da gab es da schon Fridays for Future? Nee, das gab es nicht, das haben wir dann halt in die Wege geleitet. Weil aber wie leitet man denn in die Wege, dass 5 Tage später irgendwie die Hälfte aller Schüler die Arbeit niederlegt? Also naja, das habt ihr schon ziemlich gut hingekriegt. Naja, wir waren an 14 Orten, das war damals für uns gigantisch, dass wir, also auch dieses, dass man das so koordiniert, dass an einem Tag überall Leute nicht in die Schule oder in die Uni gehen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, es war einfach Zeit dafür. Da war eine Stimmung in der Luft, Menschen hatten schon mal auch von Greta gehört. Das heißt, ich war gar nicht die Einzige, die die Idee hatte. Und wir haben uns dann irgendwie gefunden und gedacht, wir müssen das jetzt machen. Und dann habe ich, so wie ich das kenne, so ganz brav erstmal an so NGOs geschrieben, an so Umweltverbände, Greenpeace und so, und habe denen eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, hey, ich bin Luisa, ich habe so eine Idee, wir wollen Klimastreik machen. Und dann haben die gesagt, oh Luisa, das ist eine ganz liebe Idee. Gerade ist schlecht, ist ja auch bald Weihnachten, aber vielleicht Ende Februar. Und ich so, hä? Aber wir sind ja in der Krise, wir müssen doch jetzt was machen. Und dann dachte ich, gut, dann machen wir das halt so. Und dann haben wir das irgendwie hingekriegt und dann war es genau richtig. Es hat sich auch so richtig angefühlt. Und damals hätte ich mir aber niemals vorstellen können, dass ich jetzt hier, das ist 2,5 Jahre später, dass ich das immer noch mache. Ich komme gerade vom Klimastreik. Das ist so abgefahren. Und ja auch, also das war einfach überhaupt nicht Teil vom Konzept, weil ich dachte, wir erinnern praktisch die Politik daran, dass wir in der Klimakrise sind, dass sie einen Job machen müssen. Und dann sagen die vielleicht sowas wie, oh, sorry Kinder, haben wir ein bisschen vercheckt. Aber wir kümmern danke, uns. Dass ihr uns erinnert, wir kümmern uns jetzt sofort drum irgendwie. Genau. Ja, also wir gucken jetzt einmal ganz kurz, was du alles auf die Beine gestellt hast, wie dein Leben aussieht. Und dann schauen wir mal, was wirklich passiert ist seit 2018 und ob wir vielleicht doch noch das ein oder andere vor uns haben. Bitte sehr, ein kurzer Rückblick über Luisa Neubauers Leben. 5, 4, 3, 2, 1. Der Countdown läuft, sagt diese Frau. Ihr Einsatz ist nichts Geringeres als ein Wettlauf gegen die Zeit, um den Klimawandel aufzuhalten. Die Hamburgerin gehört schon. Wie lange hat es gedauert, bis du sitzt hier einem Laschet gegenüber, du saßt ihnen allen gegenüber. Wie lange hat es wirklich gedauert für dich zu lernen, du sitzt jetzt einem vermutlich älteren meist Mann gegenüber, der dir die Welt erklären will und dann aber plötzlich merkt, nee, da hält aber jemand dagegen. Und wie lange hast du gebraucht, um wirklich dieses Selbstbewusstsein zu haben, da wirklich einfach in die Konfrontation zu gehen? Ich weiß jetzt nicht, ob das nachvollziehbar ist, aber tatsächlich wäre das für mich, mit diesen zum Beispiel Laschets oder Altmaier oder sowas zu sprechen, das war nicht so eine Frage von Selbstbewusstsein. Viel eher war es sozusagen eine offensichtliche Notwendigkeit. Also es hat von diesem ersten Streik, den wir in Berlin organisiert haben, einen Monat später hatten wir dann 10-mal so viele Streiks in ganz verschiedenen Orten, auch außerhalb von Deutschland. Und da kam auf einmal Peter Altmaier aus dem Ministerium und wollte auf unserer Demo sprechen.
Und wir hatten das vorher irgendwie kommuniziert und gesagt, naja, hören Sie mal, Herr Altmaier, wir sind hier, um Ihre Politik zu bestreiten. Und Ihnen mangelt es ja auch gar nicht, an Bühnen zu sprechen. Also wenn Sie was sagen wollen zum Klima, machen Sie das, aber vielleicht nicht auf unserer Demo, weil wir sind ja also gegen Sie hier. Das ist wirklich keine gute Idee. Und man hat sich, also die haben anscheinend darauf nicht gehört. Das heißt, die sind zur Bühne gekommen und ich stand auf der Bühne und wir haben gesagt, naja, das geht jetzt nicht. Und dann konnte Herr Altmaier offensichtlich nicht auf die Bühne. Das war jetzt aber nicht irgendwie so eine Sache, dass ich dachte, Mensch, jemand hat es gezeigt. Ich war ein bisschen fassungslos, weil ich denke, hey, das ist ein Minister, der hat einen Job. Und die Botschaft ist ja ganz klar, er macht seinen Job nicht gut genug, um junge Menschen und das Klima zu schützen, im weitesten Sinne. Mhm. Und wenn wir dann sagen, hey, wir sind hier auf einer Demo und da ist kein Ort für einen Minister zu sprechen, dann ist das, finde ich, jetzt gar nicht so schwer nachzuvollziehen. Und kurze Zeit später hatte ich das erste Streitgespräch mit ihm. Und auch in diesen Gesprächen dachte ich viel mehr, dass ich hier überhaupt sitze, ist so absurd. Dass man von einer, damals war ich noch, ich glaube 22, von einer 22-Jährigen erwartet, dass sie einem Wirtschaftsminister irgendwie erklärt, warum Klimaschutz wichtig ist. Das ist so merkwürdig in einer Welt, wo die ganzen Fakten hier auf dem Tisch liegen. Man weiß seit 30, 40 Jahren von der Klimakrise. Und dann war da eigentlich kein Ort, wo ich, oder kein Moment, wo ich dachte, oh Hilfe, wer ist jetzt dieser Mann? Weil ich vielmehr dachte, er sollte ja darauf hinarbeiten, dass diese Gespräche überhaupt nicht mehr stattfinden. Es muss ja für ihn unangenehm sein. Ich sitze da ja nur und sage, hey, das sind die Fakten, das ist offensichtlich. Tun Sie doch was. Hast du die Fakten immer schon drauf gehabt? Weil das hat dich ja immer schon interessiert. Oder bist du im Prinzip auf all diesen langen Reisen, die du im Zug sitzt, so, dass du dann wirklich dir auch jedes Mal, ich meine, es gibt ja jeden Tag Millionen von Zahlen, die du im Prinzip ja dann auch so ein bisschen drauf haben musst, wenn du in diese ganzen Diskussionen gehst. Und das sind ja immer Zahlen, die natürlich alle auch voll euch in die Hände spielen. Also es gibt ja überhaupt keine Gegenposition im Prinzip, außer nur zu sagen, wir müssen die Arbeitsplätze retten. Es gibt auch viele Gegenpositionen, würde ich sagen. Also, ja, aber ich denke mir immer, es gibt eigentlich, also ich fange mich immer... subjektiv empfunden gibt es. Subjektiv empfunden. Genau, ja. Also wir sind an einem Punkt, ich habe letztens gerade gelernt, apropos Zahl, es gibt in Deutschland wohl nur noch 1% Klimaleugner, also Menschen, die sozusagen in Frage stellen, dass es den menschengemachten Klimawandel gibt. Aber das ist ja gar nicht unser Problem. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir alle so ganz friedlich rumsitzen und sagen, ja, stimmt, das ist eine Klimakrise und dann gehen wir nach Hause und backen Pfannkuchen. Also da gibt es keinen Moment, wo wir uns fragen, was heißt denn das eigentlich für uns existenziell gesprochen? Und wir wissen, die Klimakrise, ne, die stellt ganz langfristig in Frage, können wir als Menschheit weiter existieren? Das ist die Drastik der Lage. Und das ist ja auch überall da. Ich meine, wir erleben eine Hitzewelle in Deutschland. In Amerika ist das gerade wohl möglich, die heißeste Zeit seit 1200 Jahren. Das ist nicht normal. Und wir Menschen sind in diesem Klima nicht mehr sicher. Und wir werden Ernährungsprobleme haben und Trinkwasserprobleme und Ressourcenkonflikte und all das. Das heißt, das ist offensichtlich und trotzdem verhält man nicht so, als wäre das so offensichtlich. Und das ist der Konflikt, den wir haben. Das ist der konkrete Konflikt, den wir mit der Politik haben. Dass wir alle sagen, ja, wir sind in einer Krise und wir verhalten uns aber eigentlich, als könnten wir weiter Emissionen versteuern, als gäbe es keinen Morgen. Und das ist immer auch eine Frage von Zahlen. Und ich meine, ich habe sozusagen, die Zahlen sind da. Ich studiere auch Geografie seit einigen Jahren. Wie viele das jetzt genau sind, müssen wir vielleicht gar nicht so genau besprechen, aber es sind genug auf jeden Fall. Das Problem ist aber gar nicht so ein Zahlending. Und ich glaube auch, es ist ein bisschen so ein Irrglaube, dass man sich wahnsinnig gut mit allen möglichen Molekülen und Statistiken auskennen muss, um Klimaaktivistin zu sein oder sich mit dem Klima zu beschäftigen. Vielmehr geht es um die zwei großen Botschaften. Wir sind einer selbstverschuldeten, menschheitsgefährdenden Klimakrise. Und es gibt gerade keinen Plan, keine Politik, kein Konzept, wie wir uns selbst daraus retten können. Das sind die zwei Sachen, die man wissen sollte, beziehungsweise die für uns entscheidend sind. Und vielleicht kommt jetzt sozusagen das dritte Element dazu, wenn wir nicht was machen, wenn wir Menschen, egal wie alt wir sind, egal wo wir herkommen, egal was wir arbeiten, wenn wir nicht aktiv werden und uns anfangen einzumischen in dieser Sache, dann wird es nicht gut ausgehen. Das ist das, wovor wir stehen. Und da kommt keine Moleküle drin vor eigentlich. Ich glaube, dass das Problem, dass die Politik zu wenig auf die Interessen der jungen Leute eingeht. Weil für die jungen Leute ist es ganz konkret vorstellbar, was passiert, wenn ich 60, 70 Jahre alt bin. Ich bin jetzt bald 60 und ich bedenke das für meine Kinder, die sind so alt wie du. Und ich glaube, das erlebst du auch. Unsere Politik ist so alt, so verknöchert und die Jugend existiert da gar nicht. Auch jetzt, das haben wir ja auch im Lockdown festgestellt, die Jugend spielte überhaupt keine Rolle. Und ich glaube, das macht diesen Klimakampf so schwer, dass da so ein richtiger Neglect ist, also ein Ausblenden von Interessen von Menschen, die unter 25 sind. Ja, das ist sicherlich ein Teil vom Problem, dass wir auch sozusagen so eine...
also Menschen, junge Menschen, von denen erwartet man, dass sie unglaublich viel leisten, bevor sie dann irgendwie mitreden dürfen. Mhm. Aber dann sind sie oft so alt, dass sie gar nicht mehr wissen, was jung sein ist. Genau. Aber das, und die alten Politiker waren, man scheint es manchmal, nie jung. Also ja. die als hätten die keine Jugend gehabt. Und dann können sie aber schon nicht lange über die Jugend auch erzählen. Also, nein, also ich glaube, vielleicht ist es auch ein Teil vom Problem, dass man denkt, die Klimakrise ist ein Problem von jungen Menschen. Mhm. Weil die ist ja hier. Ja. Also meine Mutter ist Krankenschwester und die geht auf die Klimastreiks, weil sie weiß, wenn die Hitzesommer kommen, und die kommen ja gerade, wir erleben gerade wieder sozusagen eine Hitzewelle, dann werden Menschen krank. Das sind nicht die Jungen, das sind die Alten, die Schwachen, das sind vor allem die, die in weniger sozial abgesicherten Umfeldern leben. Das sind Leute, die sind eher wie meine Großmutter. Das sind die, die diese Hitze nicht aushalten können. Rein sozusagen physiologisch nicht. Menschen verlieren schon heute ihre Jobs, weil in Deutschland die Böden degradiert werden. Also das Ganze sind sozusagen ja Situationen, die gar nicht, also die werden zukünftig noch viel schlimmer werden. Deswegen gibt es auch einen Druck auf der Jugend, in Anführungszeichen. Mhm. Aber das ist konkret ein Problem von uns allen gerade. Du redest über Deutschland, erklärt hat mal jemand in China. Ja, wenn die machen ja aber an solchen Sachen. Aber die Chinesen, jetzt mal ganz ehrlich, die werden jetzt noch an dem Wohlstand so teilnehmen und dann werden die das schaffen, mit ihren, glaube ich, Innovationen uns zu überholen, was unsere Innovationen angeht. Wenn du das in Deutschland dann alles, sag ich mal, du gehst auf diese Klimastreiks und alles, und man merkt auch irgendwann so, das macht hier alles Sinn und vielleicht interessieren sich immer mehr Leute dafür. Mhm. Aber wenn es Länder gibt, die Geld verdienen wollen, ja, oder ja, die alles in die Luft schießen. Also, wir wollen genauso viel Geld verdienen wie die Deutschen. Also die Deutschen, das ist richtig. Aber die sich für sowas gar nicht interessieren, was eine Greta sagt oder irgendwie sowas, sondern wir machen unser Ding hier. Wie kommt man an die Leute dran, dass in China so eine Bewegung, weil da ist es nicht gern gesehen. Luisa fährt auch nach China. So ist also nicht. Tatsächlich ist, ich habe vor ein paar Wochen gerade Howie gesprochen und das ist eine chinesische Klimaaktivistin. Also vielleicht erstmal dazu, die Klimakrise gibt es überall. Und in Deutschland sind wir privilegiert, weil sich hier noch so, nicht so sehr zeigt wie in anderen Orten der Welt. Und es gibt viele Regionen in China, die sind aktuell mehr denn je betroffen von der Klimakrise. Da haben wir im letzten Jahr Fluten erlebt. Das war beängstigend. Wir werden natürlich die Klimakrise nur gemeinsam lösen. Die Grundbedingung dafür ist, dass wir aber alle unseren Teil tun. Mhm. Und Deutschland macht gerade praktisch nichts, was dem nahe kommen würde. Das heißt, gerade wenn Länder, die nicht so reich sind wie Deutschland, auf uns gucken und sagen, Moment, in all ihrem Reichtum, in all ihren technologischen Fortschritten, in all ihrem Know-how, wieso nehmen die sich heraus, nicht ihren Teil dazu beizutragen? Das ist unsere Frage hier in Deutschland. Und weltweit, Fridays for Future gibt es in über 100 Ländern, fordern wir natürlich auch andere Regierungen heraus. Aber wenn wir nicht irgendwo anfangen, das muss ja bei uns natürlich sein. Natürlich, muss ein Anfang stattfinden und wir müssen dann vielleicht der Vorläufer sein, sagen, okay, dann machen die mit, dann fängt ihr in Europa aber an von mir aus. Aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Also jetzt, sie können sich nicht ewig überlegen, mitzumachen. Du sagst, noch haben wir die Wahl. So heißt der Titel des Buchs, das du zusammengeschrieben hast mit Bernd Ulrich von der Zeit. Ich glaube, das sind immer die Formulierungen, die man einerseits braucht, weil du willst Hoffnung machen. Andererseits denken die Leute auch immer, ach, wir haben noch Zeit. Ich weiß ja selber, wie es ist, wenn ich was vorbereiten will und es sagt mir einer, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Oh. Dann macht man es natürlich auch jetzt noch nicht, sondern man wartet eben noch mal ein bisschen. Mhm. Ich glaube, das ist das große Dilemma. Hier ist es noch nicht so unerträglich, dass man wirklich handeln muss, denkt so subjektiv. Und gleichzeitig denkt man, aber wenn jetzt einer sagen würde, jetzt ist es zu spät, jetzt kannst du nichts mehr machen, dann wären alle fatalistisch und würden sowieso nichts mehr machen. Also wir sind echt in so einem Dilemma irgendwie. Wir sind in einem riesen Dilemma, aber ich wünsche mir so sehr, also ich verstehe das sehr, wenn mir jemand sagt, wir haben noch Zeit, dann fange ich noch mal an, meine Haare zu bürsten. Mhm. Und es dauert dann eine Weile, aber ich wünsche mir einfach so sehr, dass wir uns im 21. Jahrhundert in Deutschland im Jahr 2021 nicht so verhalten wie Luisa vor dem Badezimmerspiegel. So, das ist einfach so, wir sind ja in der Lage, langfristiger zu planen. Wir sind in der Lage, tatsächlich ja Konzepte einzuhalten. Und da kommen wir auch zu so Fragen wie Wirtschaftlichkeit. Ich meine, wir müssen einen kompletten Wirtschaftssektor, Stichwort Hamburger Hafen, Riesenthema. Wir müssen ja ganze Wirtschaftssektoren transformieren. Und sozusagen auch die Wirtschaft geht davon aus, dass es eine Art von Planbarkeit gibt. Das heißt, es geht ja nicht nur darum, dass wir so ein bisschen Klimaschutz machen, damit irgendwie die Kinder glücklich sind, sondern es geht effektiv darum, dass wir in Deutschland sozusagen als Wirtschaftsstandort komplett umdenken. Mit Arbeitsplätzen und allem drum und dran komplett wegkommen von einer emissionsbasierten Wirtschaft. Und das ist eine Herkulesaufgabe, das ist so groß. Und deswegen schreiben wir oder sagen wir eben in diesem Buch, wir können uns jetzt entscheiden, also wir haben eine Wahl, aber wir müssen uns auch jetzt entscheiden. Und wenn wir uns nicht proaktiv entscheiden, werden halt Entscheidungen für uns gefällt. Und das heißt, immer mehr Katastrophe, immer mehr wird definiert durch Krisenzustände. Mhm. Und wie ein Krisenzustand aussieht, das weiß mittlerweile jeder in diesem Land. Denn wir alle haben 1,5 Jahre lang Pandemie erlebt. Und man weiß, wenn eine Krise da ist,
das ist nervig, darauf hat man keinen Bock. Und deswegen war vielleicht auch Corona der beste Werbeblock für richtig guten Klimaschutz. Weil wir sagen ja auch Klimaschutz, damit eben diese Krisenzustände nicht eintreten. Also interessant, dass du das sagst, weil ich dachte, ihr habt, seid auch ganz schön weit weggekommen von euren Zielen durch Corona. Aber ich meine, wenn die Leute den Zusammenhang aus Corona und Klima und letztendlich also all diesem globalen Ding verstehen, dann haben wir vielleicht einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Ja, das haben wir nicht. Das würde ich einschränkend sagen. Aber ich glaube, wir können, wenn wir wollen, aus Corona viel lernen. Ja. Man kann aber auch in anderthalb Jahren sehr viel verlernen. Und noch immer, also bisher ist die Bilanz auf gar keinen Fall gut. Es war letztes Jahr der 29. April, der ein sehr glücklicher Tag in deinem Leben war. Es war letztes Jahr oder dieses Jahr? Das ist eine gute Frage. Was als vor dem Bundesverfassungsgericht die Klimaklage durchgewunken wurde, ihr habt gewonnen, denn das von der Regierung verabschiedete Klimaschutzgesetz wurde als in Teilen als Grundgesetz widrig festgestellt. Ja, das war dieses Jahr. Das war ein guter Tag. Das war ein Riesenerfolg. Aber was zieht das jetzt unter Umständen nach sich? Ja, also wir haben praktisch die Regierung verklagt vor Karlsruhe. Und ich war eine der BeschwerdeführerInnen, wir waren aber mehrere. Uns wurde Recht zugesprochen. Das heißt, die Klimapolitik der Regierung war nicht nur schlecht, die macht nicht nur schlechte Laune, sondern die war de facto teilweise verfassungswidrig. Das muss man erst mal schaffen. Ich meine, das ist die Regierung, die jetzt sagt, wir machen doch schon und wir haben euch gehört und überhaupt, wir haben es im Griff. Also verfassungswidrige Klimapolitik. Und was Karlsruhe vor allem gesagt hat, und das ist sehr, sehr spannend, sie haben gesagt, unter dem Aspekt der Freiheit betrachtet, läuft hier gerade was gewaltig schief. Weil man Klimapolitik nicht mehr nur als Abwägung von sozusagen Zumutungen im Hier und Jetzt betrachten kann, also wie viel Klimaschutz ist zu viel Zumutung für die Leute, sondern muss auch immer ins Verhältnis setzen zu den Zumutungen, die wir morgen erleben. Also wenn ich zum Beispiel dann 60 Jahre alt bin oder so, wenn die Klimakrise da ist. Das heißt, wenn man auf einmal loszieht und sagt, ich habe die gleichen Rechte wie sozusagen ihr alle hier in der Runde, wenn ich in eurem Alter bin, variierend, dann muss man ganz anders über die Klimakrise nachdenken, weil auf einmal steht der Staat sozusagen in einem Rechtfertigungsmodus mir gegenüber. Mhm. Also die Regierung muss sicher gehen, dass wenn ich 60 Jahre alt bin, ich die gleichen Rechte habe wie und wahrnehmen kann, wie jemand, der heute 60 ist. Und das geht aber nicht, wenn die Klimakrise eskaliert. Ich glaube, diese Botschaft ist im Kern überhaupt nicht angekommen bei der Regierung. Das ist auch ein großes Thema in unserem Buch, weil wir wirklich glauben, man muss Freiheit de facto neu definieren. Was heißt das eigentlich in der Klimakrise? Und das ist noch ein großes Ding. Und da brauchen wir neue Gesetze. Und es gibt momentan eine große Initiative, die heißt Jeder Mensch, die wollte ich nur an der Stelle sagen, die neue Grundgesetze vorsieht und formuliert hat, die sollen aufgenommen werden, damit wir in diesen sich wandelnden Zeiten eben die Möglichkeit haben, auch dass unser Grundgesetz eben auch diese Dinge wie Umweltschutz und Recht auf eine saubere Umwelt und so vorsieht und umsetzen kann und einklagbar macht. Das ist für Europa die Idee, aber das knüpft genau daran an, dass es fängt damit an, dass wir ein Recht haben, Umweltschutz einzuklagen. Das ist total schwierig gewesen. Auch diese Klage vor Karlsruhe von uns war sozusagen groundbreaking, weil das gab es überhaupt nicht, dass man zum Verfassungsgericht gegangen ist, um zu sagen, hallo, bitte mehr Klimaschutz. Mhm. Und das heißt, aber wir sehen einfach, wir kommen in neue Zeiten an, es wird schwieriger werden, sich vor diesen Krisen zu verstecken. Und es gibt immer mehr Leute, glücklicherweise, die sich der Sache anschließen, die feststellen, das ist auch ihre Krise. Und wir können uns aber entscheiden, sind wir Teil vom Problem oder Teil der Lösung. Und es macht so viel Spaß, Teil der Lösung zu sein. Aber es ist auch anstrengend, Teil der Lösung zu sein. Hast du Zeit für ein bisschen Sommerurlaub? Gut, jetzt haben wir eine Bundestagswahl dieses Jahr. Also Eva weiß davon. Ja. Genau, aber irgendwann bestimmt. Irgendwann im Winter machst du. Aber gerade jetzt, ja, aber hey, wir sind wirklich wir sind in einem Menschheitsmoment gerade. Und ich finde es auch in Ordnung, das so wahrzunehmen und anzuerkennen. Und irgendwann wird es eine Zeit geben und die wird anders sein. Und da haben wir hoffentlich diese Krise etwas mehr im Griff. Ich hoffe, dass es eine Regierung gibt, die sagt, wir machen das. Und es gibt weniger Druck auf Leuten in der Öffentlichkeit, sich dafür einzusetzen und gleichzeitig Rock'n'Roll, wir können Zukunft gerade gestalten, ist auch was sehr Schönes. Stimmt. Das ist ein sehr positives Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Lisa Neubauer ist bei uns.
dass so eine junge Frau, die ich zutiefst bewundere, am Ende sagt Rock'n'Roll. Wir können Zukunft gestalten. Also das Wort Rock'n'Roll aus ihr findet, das freut mich enorm. Meine Damen und Herren, unsere nächsten beiden Gäste sind Tür an Tür aufgewachsen, was ökologisch schon mal ein großer Vorteil ist. Aber sie haben sich aber erst Jahre später... Sie hatten eine gelbe Tonne. Jahre später haben sie sich aber erst kennengelernt. Es ist eine echte Männerfreundschaft entstanden, was immer das ist. Sie haben gemeinsame Hobbys. Sie sind beide beim Karneval aktiv und bei einem Spitzenclub. Also das muss man wirklich sagen, beim MSV Duisburg sind sie tatsächlich Fans, was nicht immer einfach ist, aber das macht ja den wahren Fan aus. Sie sind einfach wahnsinnig komisch und wahnsinnig klug und wahnsinnig toll. Wolfgang Trepper und Markus Krebs, ich möchte sagen, geben uns die Ehre. Herzlich willkommen. Gerne. Lieber Markus, also zwei Duisburger, zwei Lokalpatrioten. Wie schwer war es für dich, Markus, überhaupt Duisburg heute Morgen zu verlassen? Ich kam aus Hamminkel. Nee, ich habe in Hamminkel übernachtet, aber ich habe die Wohnung in Duisburg auch noch, wo ich dann morgen wieder in meiner Gaststätte arbeiten werde und hoffentlich dann einen schönen Abend verbringen werde. Aber ansonsten habe ich Duisburg vom Herzen her sowieso nie verlassen und tatsächlich ist Hamminkel auch nur eine halbe Stunde weg. Meine Eltern wohnen da noch. Das ist also jetzt bei zur Erklärung, wer sich da nicht so vertraut ist. Hamminkel ist im Umfeld. Ist am Niederrhein zwischen Wesel und Emmerich. Vielen Dank für die Information. Natürlich. Aus dieser Gegend, also du hast eine Kneipe, du betreibst eine Kneipe. Ja. Wenn du nicht auf der Bühne stehst. Und es gibt jetzt eine Spezialität, ich hoffe, die ist kulinarisch auch vor den Augen von Johann Lafer vertretbar, nämlich die Currywurst. Die habt ihr mitgebracht. Die Currywurst, das ist nach eurer Meinung, jetzt hier kommt sie, also das ist ja der eigentliche Grund, Meinung, warum... Es ist so. Es ist, Verzeihung, ich würde das nochmal formulieren wollen, es ist unabhängig anderer Einschätzung, ist es das Original. Ja. Es warum? Es gibt durchaus Städte wie Berlin... die sagen, komm, machen wir auch. Mühe geben, ja. Ja, ne? In Thüringen darf man sie gar nicht essen, da ist tatsächlich eine Mettwurst drin. Also ich bin sofort wieder weg. Ja. Ne? Aber es ist tatsächlich so, dass in Duisburg oder an sich im Ruhrgebiet die Currywurst völlig normal zum Frühstück dazugehört. Und ich finde es auch so schön, dass immer gesagt wird, die Currywurst. Johann, ich würde es gerne mal wissen, was sind die Attribute für das Thema Original? Also es gibt in Hamburg, wo ich ja wohne, habe ich einen Imbiss gefunden, der nicht die normale Brühwurst nimmt, die klein schneidet und da Currysoße drüber kippt. Okay, was ist das für eine Wurst hier? Wolfgang, jetzt... Die ist wirklich aus Duisburg. Die hat mein Freund Frank Schwarz gekocht. Ja, aber was ist und, da drin? Wahnsinn. Es ist, Wolfgang, wir reden jetzt von den... Was ist drin? Das will man ja bei der Currywurst eigentlich gar nicht wissen. Okay. Es muss eine Bratwurst sein. Es ist Schweinefleisch. Also wer da Probleme hat, der ist sofort raus. Ja. Und kein Mensch würde jemals, so wie du, von deinen unfassbaren Dessert-Variationen auch nicht die Rezepte da in deine Bücher schreibst, aber... die es früher gab, die hast du auch nicht verraten. Keiner sagt genau, was da drin ist. Ich weiß, dass in dieser Soße von Frank Schwarz Essig mit drin ist, wo ich früher geschrien hätte. Aber genau wie in den Sachen, die du zu Beginn der Sendung angeboten hast, man schmeckt sie ja gar nicht raus und es schmeckt gut. Du hast eine Ruhrpott-Kindheit erlebt. Ja. Was versteht man darunter? Eine Ruhrpott-Kindheit heißt für mich, der Vater, man sehe es mir nach, so war es halt früher, der Vater arbeitet entweder im Stahlwerk oder im Bergbau und arbeitet sehr hart. Die Frau kümmert sich ausschließlich um den Haushalt und versucht, das karge Gehalt des Mannes meistens mit Putzarbeiten aufzufüllen. Muss dafür nicht am Hafen stehen. Ja, und um das Geld die Kinder in den Fang zu nehmen. Gehen über alles. Die ganze Familie hat geschuftet wie verrückt, um den Kindern was Gutes zu gönnen. Das ist nicht wie heute die 84. Version irgendeiner Xbox und die anderen 83 stehen oben auf dem Speicher, sondern die Eltern haben mitgeweint, wenn das Kind unter dem Weihnachtsbaum ein Fahrrad hatte. Das prägt
Menschen, die dort auf diese Art und Weise groß geworden sind, sehr. Zumal der Zusammenhalt der Familie viel höher stand, als ich das heute manchmal mitbekomme. Und es gibt den Grundsatz, die Arbeit geht vor. Das heißt, du kannst alles Mögliche machen. Du kannst feiern bis morgens. Wenn ich jemals auf die Idee gekommen wäre und wäre nicht um 7:45 zum Dienst gegangen oder zur Arbeit gegangen, weil ich vielleicht bis um 4 gefeiert hätte, ich hätte mir und möchte mir auch heute noch nicht ausmalen, was mein Vater mit mir gemacht hätte. Wenn ich dann um 3:45 nach Hause kam, konnte ich mich ins Bett legen, das war okay. Aber nicht zur Arbeit zu gehen oder undiszipliniert in dieser Hinsicht zu sein, was die Arbeit angeht, das ist im Ruhrgebiet bis heute undenkbar. Undenkbar. Der Markus ist 2-3 Häuser weiter. Groß war noch ein Fluss zwischen der Rhein, ist noch da, er kam aus Rheinhausen. Ich wohne noch in Neudorf, aber es ist nicht so weit weg. Erkennst du dich in dieser Schilderung, deine Kindheit wieder? Ich erkenne in deiner Ansprache eben, wie mit diesem Buch, das schreibe ich gerade. Ich schreibe ein Buch über die Kindheit im Ruhrgebiet, das mache ich tatsächlich. Und was ich im Ruhrgebiet hatte. Das war keine Ansprache, das war eine Frage. Oder den Einsatz. Ja. Naja, aber es ist tatsächlich so, dass man das Erlebte im Ruhrgebiet dann noch mal für sich ein bisschen Revue passieren lassen und merkt, es ist sehr grün geworden, muss man ganz ehrlich sagen, das Ruhrgebiet. Und die Menschen werden ein bisschen oberflächlicher zu der Zeit jetzt als damals. Damals waren Familien wichtiger, man hat mit der Familie zusammen gegessen und alles. Ne? Und heute ist jeder da, wo er gerade ist. Ne, ungesunde Sachen vielleicht auch. Ne? Darf ich dazu noch was sagen? Ich habe bisher noch nichts dazu gesagt, ich will kein Spielverderber sein, aber die Currywurst, also Wurst überhaupt, so Wurstwaren gehören zu den Top 3 der Lebensverkürzer. Ja. Das ist jetzt auch eine Frage der Dosis. Man kann mal eine Currywurst essen, aber du sagtest zum Frühstück, isst wenn man das? Ich da vorne, wenn ich dann eine Currywurst habe oder irgendwie so und ich kann die essen, dann nehme ich sie auch zum Frühstück. Ja. Dann ist der Tag erledigt, aber ist doch gut. Nun hat der Mann eine Kneipe, also das zu sagen, ich will kein Spielverderber sein, aber die Wurst gehört zum Lebensverkürzer, ist natürlich ein Widerspruch in sich, aber unterhaltsam. Nun hat der Mann einmal abgesehen, es hört sich oberflächlich an. Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja. Aber damit kann man ja eines Tages jetzt beginnen. Jetzt diabetisch muss ich ein bisschen aufpassen. Ja. Sonst würde ich immer noch alles, was vor Ort ist, dann eben zu mir nehmen, wenn es gerade noch vielleicht frisch ist oder die Tüte Chips wäre noch zu. Ja. Naja, ich bin ja, also ich muss das ja auch im Beisein von Luisa Neubauer mal sagen, ich bin ja auch früher ein großer Wurstesser gewesen. Ich bin Hesse und habe dann irgendwann tatsächlich aufgehört. Ich will jetzt nicht nur deshalb, weil ich gesehen habe, unter welchen Voraussetzungen Tiere gehalten werden. Das hat mir dann irgendwann den Appetit verdorben. Jetzt stehst du in einer Kneipe in Duisburg. Was zeichnet so eine Kneipe in Duisburg, also in deiner eigenen Gelegenheit? Die ist ja immer ein Spiegelbild der Mentalität einer Region. Was zeichnet eine Vereinskneipe in Duisburg, Bissingheim übernommen, was der nächste Stadt, da wäre Mühlheim, also eine andere Stadt. Es ist sehr ländlich, also es kommt keiner zufällig vorbei, du musst immer was anbieten, kannst aber auch die ganze Nacht Palaver machen, ohne dass das Ordnungsamt kommt. Was immer mal helfen kann. Wir haben Public Viewing damals gemacht. Und was kommen für Leute so? Reihum, Fußballer kommen dahin, es kommen Rentner dahin, es kommen Fans natürlich auch mal dahin. Wir machen auch schöne Comedy-Abende da. Es macht einfach Spaß. Und man ist irgendwann mal in eine Kneipe groß geworden. Das war, du hast was in der Hand gekriegt, hier Markus führt Kino, hast eine Erdnuss in der Hand gehabt oder was. Ne? Und dann, wie alt bist du? Ich bin in deinem Alter, du bist 7, in deinem Alter war ich schon 9. Ne, so Sprüche hast du dann eben gekriegt. Aber deine Eltern haben da eben im Kegelclub dann mitgespielt. Ja. Und die wussten, wo ich war, auf der anderen Seite. Und die waren dann da. Und ich brauchte nur rüberkommen, wenn ich was brauchte. Ne, also auch Nachbarn haben sofort, wenn irgendeiner bei uns in der Nachbarschaft rumlief, wo alle sagen, der gehört hier nicht jedem, dann wusste das jeder. Ja. Dafür braucht man kein Handy oder irgendwie was, sondern man wusste, der gehört hier nicht hin. Also du sagst gerade MSV Duisburg, Vereinsknappe, MSV Duisburg, also für den, der vielleicht fußballtechnisch nicht so ganz auf der Höhe der Zeit ist, 2007, 2008 aus der ersten Liga abgestiegen, Gründungsmitglied der Bundesliga. Selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich Gründungsmitglied der Bundesliga. Im ersten Jahr Zweiter geworden, die erste rote Karte hat Helmut Rahn, viele sagen natürlich, er wäre Essener, ist er ja von Haus aus auch gewesen, aber er hat die erste rote Karte der Bundesliga-Geschichte immerhin für den Meidricher SV geholt. Für Meidricher SV, so ist er meiner Kindheit. Wolfgang, warst du schon in der Kneipe und wie empfindest
findest du sie? Ich war in der Kneipe, weil Markus mich eingeladen hatte zu einem Podcast. Und da war die Kneipe noch nicht ganz fertig, wenn ich das so sagen darf. Wir durften auch noch nicht aufhaben. Und es war wegen Corona auch nicht auf, sodass wir zwei an der Theke sitzend einen Podcast aufgenommen haben. Und ich muss ehrlich sagen, war eine der traurigsten Veranstaltungen aller Zeiten. Und warum? Und war eine Bohrmaschine zu hören. Also ganz normal. Und so habe ich die Kneipe aber gesehen und diese Kneipenkultur, die kenne ich natürlich auch aus dem Ruhrgebiet, aber ich bin ja hin und wieder auch mal auf St. Pauli und auch da gibt es durchaus sehr schöne Kneipen, wo man sich heimelig und gemütlich fühlen kann. Warum warst du traurig? Das will ich nur wissen. Warum warst du eine traurige Veranstaltung? Weil wir beide alleine an der Theke saßen, alkoholfreies Bier getrunken haben und einen Podcast aufgenommen haben. Allein? Podcast-Aufzeichnung. Ihr seid halt gewohnt, dass ihr das vor lauter Publikum macht, aber wir sind ja mehrere Leute mit Podcasts in dieser Runde da. Doch, aber wir waren immer zu zweit. Podcast ist nicht schlimm, aber an der Theke sitzt kein Mensch da und andauernd sagt der einer immer den letzten Satz nochmal. Und dann da habe ich keinen Spaß. Also das Gespräch drumherum, das wäre flüssiger gekommen. Ja. Ich habe mich gefragt, wie merkt man sich diese ganzen Witze? Machst du Themengebiete oder kommst du von Hölzchen auf Stöckchen? Ich versuche die als Witz für mich rüberzubringen. Da ich die noch mal ein bisschen umbaue. Es gibt Witze, die kannst du nicht ändern. Die Tür öffnet manuell. Danke, Manuel. Den kannst du nicht umändern. Ja, das ist, richtig. Ja. Den willst du auch nicht umändern. Ne, aber es gibt Witze, die etwas länger sind und die versuchst du auf deinen Körper zuzuschreiben. Auf deinen Körper? Ja, das ist automatisch lustig, natürlich. Weil ich ja während des Witzeerzählens dann mich auch bewege. Früher saß ich nur am Hocker. Heute mache ich dann vielleicht eine Bewegung dazu, die dann zu diesem Witz gehört. Oder eine Bemerkung oder hüpfe mal dabei. Oder es fällt im Hintergrund um. Ja. Also gehört alles dann dazu. Und das macht unheimlich Spaß. Witze erzählen ist natürlich auf der Bühne nicht der größte Teil des Programms. Der größte Teil ist Programm, dann sind 10% hinter Witze. Aber Witze sind doch großer Teil des Programms. Weil die ja auch in der Kneipe erzählt werden. Ja, natürlich. Ja. Und ganz ehrlich, es gibt ja viele Leute, die so sagen, oh, wenn so Witze erzählt werden, ich weiß nicht. Aber also ehrlich gesagt, wenn Witze erzählt werden, ich bin der Erste, der unterm Stuhl liegt vor lauter Lachen. Ja. Du machst ein neues Buch, Witzebuch. Ja. Da kristallisiert sich ja jetzt vielleicht schon mal raus, welches vielleicht die Witze sind, die da ganz vorne auf der ersten Seite als Show-Opener, Door-Opener zu stehen. Ich war noch nie so vorbereitet, wie ich habe eine Mappe gemacht tatsächlich mit Themengebieten und für den Verlag und meine Managerin war völlig entsetzt von mir, wie sauber ich gearbeitet habe. Ja, sonst hätte ich eine Sprachnachricht gemacht und hätte gesagt, bring den auch noch mit rein, mach das auch noch. Und die wüsste gar nicht, worum es geht. Ne? Und jetzt habe ich alles vorbereitet, läuft. So, die drei besten. Meine drei besten Witze, da haben wir aber viel Zeit. Der 100% der beste Witz, und den habe ich selber erfunden, das ist der beste Witz. Da sitzen zwei an der Theke, sagt der eine, was machst du denn so im Moment? Ja, wir machen jetzt Musik im Quartett. Ja, wie viel seid ihr denn? Ja, drei Mann. Ja, wer denn alles? Ja, mein Bruder und ich. Du hast einen Bruder? Nö. Da ist alles drin. In diesem Witz ist alles drin. Aber jetzt wirklich, erfindest du selber Witze? Ja, manchmal musst du das auch, wenn du in einer Situation sitzt. Du kannst aber auch aus dem Witz dann eine Geschichte erzählen. Ja, oder wenn mir mein erstes Programm hieß Literatur unter Betäubung, weil ich zugehört habe, wenn jemand sehr schwer dabei war. Ja. Ja, und dann hast du gehört, kamen Leute auf mich zu, Markus, du bist einer der meisten Menschen, die ich kenne. So. Einer der meisten. Und das merke ich mir, solche Sachen. Ja. Und es gab wirklich der beim Kniffeln die Chance gestrichen hat. So. Und sowas merke ich mir da halt. Ne? Ich habe ein Handtuch geschenkt bekommen, dann ist ganz neu, wasch halt erstmal auf links. Da kommst du ja selber gar nicht drauf in dem Moment. Ja? So, und diese Sachen, die merke ich mir halt. Ne? Und die werden dann zu einer ganzen Geschichte zusammengebaut. Und ich will halt keine Pausen da drin haben. Die Leute sollen sich ruhig noch mal eine zweite, dritte Karte kaufen, weil sie nicht alles mitgekriegt haben. Ja, und es ist ja, man erinnert sich an die sehr guten Witze, die gut funktioniert haben. Noch besser erinnert man sich an die nicht funktioniert haben. Immer. Oder? Immer. Hatte ich noch nicht, deswegen. Man erinnert sich immer an die Sachen, die völlig verrecken. Und das sind ja meistens die, wo du zu Hause sitzt und sagst, jetzt habe ich aber einen, also da weiß ich nicht, ob ich den vielleicht kurz vor der Zugabe erst, weil was Besseres fällt dir gar nicht mehr ein.
Und die Leute gucken dich fassungslos an. Es versteht niemand. Und mit viel Pech mussten sogar auf der Hinterbühne noch erklären, weil irgendeiner sagt, was war das denn für ein Scheiß? Ja. Und also, das ist ganz furchtbar. Aber das passiert oft. Ja, tatsächlich. Oder wenn man sich vorher vornimmt, also wenn ich weiß, ich muss jetzt eine bestimmte Pointe machen, dann verkrampfe ich vorher so, dass ich dann das garantiert auch versemmel. Hast du einen Witz, mit dem du ganz sicher landen kannst? Also ich bin schon mal, besonders wenn Markus neben mir sitzt, ich kann gar nicht gut so Witze erzählen. Ich lese die, dann denke ich immer, oh, der ist aber gut. Und ob man mir das glaubt oder nicht, ich vergesse die dann. Ja, dann, das geht uns allen so. Deswegen wäre ich so froh, wenn ihr Witz erzählt. Früher hat mir jeder immer gesagt, Herrgott, kauft dir den Playboy. Da stehen jeden Monat 10 gescheite Witze drin. Und zwar sehr gute Witze immer. Ja, und natürlich die Interviews. Deswegen kauft man das ja. Und dann hast du 100 Witze pro Jahr und dann brauchst du die nur 20 merken. Ich lese die, der ist aber wirklich gut. Also ich habe einen Lieblingswitz, den habe ich schon einmal erzählt, aber den erzähle ich gern noch einmal. Sie hat mir eine Freundin aus Köln erzählt, eine jüdische Freundin, das betone ich. Der Witz geht so, nach der neuesten Forschung der Judaistik und der Historie ist es vermutlich so, dass Jesus, also Jude war es unstrittig, aber er war wahrscheinlich auch Italiener. Drei Gründe sprechen dafür, historisch. A, nur ein Italiener bleibt bis zum 35. Lebensjahr bei seiner Mutter wohnen. Zweitens, nur ein Italiener glaubt, dass seine Mutter noch Jungfrau ist. Und drittens, nur eine italienische Mutter glaubt, dass ihr Sohn Gott ist. Den finde ich ziemlich gut. Schön. Du beschäftigst dich in deinem neuen Programm, glaube ich, auch mit deinem fortschreitenden Alter. Man mag es gar nicht glauben, aber du wirst 60. Ich bin's schon. Du bist es schon? Ja, ich dachte, natürlich. Du siehst aus, als würdest du es erst. Herzlichen Dank. Hat das fortschreitende Alter für dich mehr Vor- oder eher mehr Nachteile? Es sind, um ehrlich zu sein, Nachteile. Die Sachen, wo man sagt, man wird morgens wach und freut sich über jede Stelle, die nicht dann direkt wehtut. Da kann ich inzwischen nicht mehr drüber lachen, über den Spruch. Aber auch wenn du vorhin erzählt hast, da kommen ja so Gesprächsfetzen vor oder so englische Ausdrücke, wo ich mich früher furchtbar darüber aufgeregt habe, wenn mein Vater mit irgendwelchen Sachen nichts anfangen konnte, die ich erzählt habe. Da geht mir jetzt auch so. Also ich hatte schon große Freude, da ich da gerade noch mitkam bei deinem Gespräch. Aber ich merke, es gibt Sachen, die verstehe ich nicht mehr sofort und noch schlimmer, ich erwische mich immer öfter, da ich denke, ach, es ist mir auch scheißegal. Ja. Ich will es manchmal gar nicht wissen. Mhm. Also, alles gut. Ja, alles nochmal. Es geht nicht um Klimawandel, da will ich sehr viel drüber wissen, aber da weiß ich einfach nicht mehr Bescheid. Auch jetzt so zu Corona-Zeiten. Wer jemals angezweifelt hat, ob das deutsche Bildungssystem in Ordnung ist, der soll sich doch mal über die Schularbeiten von Minderjährigen hermachen. Ich finde das abenteuerlich. Ich wusste ohne, ich habe immer, wie, das weißt du nicht. Und dann, Telefon. Und dann habe ich schnell gegoogelt und habe gesagt, weiß doch jeder, wie man ein gleichschenkliges Dreieck spiegelt. Ja. Weißt du das noch? Ein Teufel weiß ich. Ich weiß jetzt vor allem, wie viel die Summe der Winkel im Dreieck ist. Das ist toll. Ja. Ja, durch deinen Sohn. Ja. Ja. Satz des Pythagoras. War das nicht das? 180 Grad, nur nebenbei. Ecken. Aber ich habe mich dann selber gehört, wie ich heranwachsenden Kindern gesagt habe, im Übrigen, ich garantiere dir, du wirst nie auf der Straße gefragt werden, Entschuldigung, können Sie mir mal helfen und mir eben mal ein Dreieck spiegeln. Ja. Und wer weiß. Das... Also, wenn jemand die Sendung sieht, ich hoffe, du wirst darauf angesprochen. Ja, wenn ihr beiden jetzt demnächst auf Tour geht, wenn es denn wieder geht, ihr habt ja, momentan gibt es ja nur wenig Zuschauer, aber demnächst wird es wieder viele geben, dann wird es ein großer Spaß. Es wird ein Spaß werden am 22. August im Hamburger Stadtpark. Oh, und, endlich Open Air. Open Air, immer schwer, alter Spruch. Aber ich möchte dazu sagen, dass die Idee mit maßgeblich von Johannes Oerding betrieben wurde, ja. Der mal sagte, nach seinen großartigen Erfolgen im letzten Jahr, im ersten Corona-Jahr mit den Konzerten, die er da gemacht hat, wozu ich ihm gratulierte und er gesagt hat, ja, so toll ist das auch wieder nicht, im Stadtpark tritt doch mittlerweile wirklich jeder auf.
wann trittst du da eigentlich mal auf? Und dann habe ich gesagt, ja, aber mal ganz ehrlich, Wortprogramm funktioniert nicht und ich alleine kriege den sicher nicht voll. Und da hat er gesagt, da frag doch den Krebs. Ja. Und da fühlte ich mich so beleidigt und habe gesagt, das mache ich. Und habe gesagt, wir müssen das machen. Und, ja. Also 22. August im Stadtpark, das rückt in greifbare Nähe, kann man tatsächlich sagen. Es sind nur noch Wochen. Wir freuen uns, dass ihr heute bei uns seid. Wolfgang und Markus, vielen, vielen Dank. Und jetzt bleiben Sie bitte dran, meine Damen und Herren, denn eine gewisse Barbara Schöneberger kommt hinter uns. Wie was? Ja, so steht jedenfalls hier. Und zwar mit Max Mutzke im Programm. Ja, tatsächlich. Es steht hier. Ich habe über mein Leben anhand von Musiken gesprochen. Also Barbara erzählt ihr Leben an der Hand der Musik von Max Mutzke. Es wird eine lange Sendung und ich würde sie nicht verpassen. Tschüss, guten Abend. Ciao, tschüss. Bitte dranbleiben.